So, einen wunderschönen guten Morgen. 28. Oktober, die heutige Fraktionssitzung. Heute ist unter anderem auch später noch um 13.30 Uhr, glaube ich, der Haushaltskontrollausschuss. Wir haben ein buntes Potpourri noch mal kurz durch ein paar Anträge für kommende Woche, die heute in der Runde der parlamentarischen Geschäftsführer besprochen werden, uns dann nochmal durchzuhangeln. Also, Eintritt in die Tagesordnung, Top 1, Abstimmung über nicht öffentliche Teile. Wir haben drei kurze Sachen im Bereich Personal, Neueinstellung, pur NSU, in kurz die technische Vorgehensweise und eine Kleinigkeit bezüglich der Termine der Fraktionsklausur im November und bei der Gelegenheit vielleicht auch schon die für 2015. Da hatte Daniel schon was rumgeschrieben. Ich dachte mir, wir legen das mal in den nicht öffentlichen Teil, einfach weil es jetzt öffentlich nicht so wirklich wichtig ist. Da gibt es Anmerkungen. Moni? Ich hätte gerne eine Ergänzung der Tagesordnung beantragt. Und zwar ist gestern die Mail von Patrick Schiffer über die Infoliste gekommen zum TDPA am Wochenende, an dem wir uns ja, wer die Mail gelesen hat, auch inhaltlich beteiligen sollen. Ich würde da gerne hier im Kreis drüber sprechen und halt auch gucken, wer da an irgendwelchen Podiumsdiskussionen teilnimmt. Das ist mir relativ egal. Ich finde nur besser, wir würden das hier eben besprechen, als das jetzt mit langwierigen Umlaufbeschlüssen und ich weiß nicht, was für Dinge zu tun. Ich glaube, dass das relativ schnell geht. Also ich glaube, dass wir uns da nicht drüber zanken müssen, notgedrungen. Wird das gerne hier eben einmal durchgehen, wer da an welcher Diskussion auf dem Podium teilnehmen möchte. Ich habe es mal direkt mit bei Top 10 reingenommen. Danke. Frank Danebord. Okay. Entschuldigung für die kurze Verspätung. Haben wir noch Raum, um über den um über den neuen Antrag oder die Idee des Antrags zu sprechen hier zum Thema zur Wochenendschlägerei Köln, Hooligan und so weiter was zu machen? Haben wir Zeit, darüber zu reden innerhalb der Tagesordnung? Ist das irgendwie aufgenommen? Unter Top 7 aktuelles steht Köln Hooligans und OER-Konferenz. Okay, ja, zu aktuelles haben wir eine Fragestunde vorzustellen. Also da ist ja dieses Ding aufgepoppt mit dem simulierten Atomunfall in Niedersachsen, wo das eine Stabsübung zugab im letzten Jahr. Das wurde dann schön verschwiegen. Jetzt ist es rausgekommen, die Taz hat es veröffentlicht. Das ist also in einem Fiasko geendet. Unter anderem wurden die Ventile im Atomkraftwerk geöffnet, um radioaktiven Austritt loszulassen um 9 Uhr. Danebord, ja, können wir gerne bei Top 7 mit reinnehmen. Ich möchte aber daran erinnern, dass wir schon noch auch aus letzter Woche Anträge und Punkte haben, die wir besprechen müssen. Ja, es geht noch eine Fragestunde. Und ich möchte dann, dass man dazu eine Fragestunde macht, weil Nordrhein-Westfalen betroffen ist. Mach den Antrag fertig, gar kein Thema. Und das müssen wir hier jetzt gar nicht diskutieren. Okay, dann gucke ich, ob ich das schaffe. Dankeschön. Können wir über die nicht öffentlichen Teile dann abstimmen? Oder gibt es jetzt zu den nicht öffentlichen Teilen noch Rückfragen? Gut, spricht sich jemand gegen die nicht öffentlichen Teile aus? Nicht. Also machen wir im Anschluss an den öffentlichen Teil diese drei kleinen nicht öffentlichen Teile. Top 2, Bericht des Vorstands und der Pressestelle. Ich habe das Protokoll der vergangenen Sitzung am Freitag verlinkt. Es gab eher interne, wie immer, organisatorische Dinge, mehrere Tickets. Jetzt muss ich mal ganz kurz schauen, pressetechnisch. Wir hatten sehr, sehr viele Punkte. Ich muss jetzt wissen, was ich der Dame von den Grünen schreiben soll. Ich bitte ganz kurz um Verzeihung. Ich muss mal für 30 Sekunden die Sitzung unterbrechen. Ich glaube, das interessiert mich. Nee, das hat nichts mit Presse jetzt zu tun. An der Stelle nur, es geht ja darum, wie wir jetzt die Unterlagen.
Deswegen drucken die Grünen das, gehe ich mal davon aus. Alle Fraktionen haben vor 10 Minuten mit ihren Fraktionssitzungen erst begonnen. Und soweit ich weiß, liegt auch noch keine Abstimmung der FDP oder der CDU vor. Ich bitte die Kurzunterbrechung zu entschuldigen. Bericht der Pressestelle. Unsere Pressestelle war an diesem Wochenende wohlverdienterweise auch mal im Kurzurlaub. Wir hatten in der vergangenen Woche sehr viele Erwähnungen aus sehr, sehr vielen Bereichen, dass ich aus Spaß schon gesagt hatte, wir müssten fast den Presse-Newsletter abbestellen, weil das jetzt zu teuer wird, was mich sehr gefreut hat. Ingo, möchtest du aus der vergangenen Woche noch pressetechnische Sachen berichten? Ich würde gerne nach vorne gucken. Also in der Tat, wir hatten letzte Woche sehr, sehr viele Erwähnungen, durchaus nennenswerte, lobenswerte. Ich würde jetzt einfach da kurz der Einfachheit halber sagen, guckt noch mal kurz in den Pressespiegel, denn sollte reichen. Ich würde jetzt gerne nach vorne schauen, weil die Zeit drängt. Wir kümmern uns heute um den pur NSU. Auch da bin ich gerade noch in der Abstimmung mit den anderen Fraktionen für die gemeinsame Pressemitteilung, die heute raus soll. Dann gibt es heute ein Hintergrundgespräch zum Thema G8, G9 im Vorfeld zum runden Tisch am Montag. Morgen kümmern wir uns um unseren Antrag im Schulausschuss zur Teilleistungsschwäche der Schüler. Dann ist bereits heute schon eine DPA erschienen zu unserem Antrag, der am Donnerstag thematisiert wird, Karenzzeit. Da gibt es auch schon diverse Anfragen und Interesse, da bedienen wir das dann heute und dann auch nochmal am Donnerstag zum Ausschuss. Ansonsten kümmern wir uns noch im Landtag intern. Das muss heute respektive morgen raus. Da ist ein Top-Thema GEPA. Unser Olaf hat da schon freundlicherweise die Antworten zugeschickt. Das wird dann da thematisiert. Und dann haben wir noch einen Redewunsch von Helena. Ich bin so frei und leite mal ganz kurz rüber. Danke. Ich habe vor 2 Wochen angefangen, eine kleine Umfrage zu starten unter den Abgeordneten. Und mehr als die Hälfte hat auch schon mitgemacht. Wer noch Lust hat, Input zu geben zu meinem Themenbereich, kann heute und morgen noch in den 6. Stock kommen. Es dauert nur für 10 Minuten, 5 kurze Fragen. Und wo wir gerade dabei sind und auf die Unterstützung Mitarbeiterabgeordneten setzen. Es gibt immer noch diese Rubrik Inhalte auf unserem Blog. Da hatten wir ja schon letztes Mal drüber gesprochen, dass es schick wäre, wenn da die einzelnen Ausschüsse die Inhalte nochmal überarbeiten, aktualisieren und uns Änderungswünsche einreichen. Wollte ich einfach nur nochmal sagen, diese Bitte existiert immer noch. Wer das also noch nicht getan hat, ist herzlich willkommen, das zu tun. Und damit fertig. Vielen Dank. Damit wären wir bei Top 2 durch. Kommen wir zu Top 3, Umlaufbeschlüsse. Es gab ja in der vergangenen Woche Freitag sehr kurzfristig einen Antrag von SPD und Grünen, einen Antragsvorschlag, den wir ja auch kurz besprochen hatten, im Freitagsmumble. Wir haben uns ja dazu entschlossen, nicht mit auf diesen Antrag zu gehen. Die Fraktionen wurden gestern diesbezüglich auch benachrichtigt. Wir werden ja selber einen eigenen Antrag nochmal hier einbringen, denn die Thematik auch, darf jetzt natürlich, auch wenn jetzt die Sache in Köln passiert ist, darf man hier nicht die Flüchtlinge vergessen, auf gar keinen Fall. Und von daher wird es da ja noch einen Antrag von uns geben. Top 4 Anträge für das nächste Plenum, nächste Woche, heute in der PGF-Runde. Ich habe gerade nochmal die Reihenfolge umgestellt und den wichtigsten gemeinsamen Antrag nach vorne gezogen für die Besprechung pur NSU, gemeinsamer Antrag. Die E-Mail der anderen Fraktionen ist gerade eingegangen mit der finalen Version und wird gerade ins normale Prozedere hier eingebracht. Wir haben ihn ja schon abgestimmt und der Sache auch zugestimmt. Gibt es zu diesem pur NSU-Antrag für den möglichen öffentlichen Teil hier jetzt noch Fragen oder Kurzinfo? Birgit, danke. Ja, wir müssten halt noch klären, wann wir jetzt also die Mitglieder des Ausschusses wählen und ob wir das öffentlich oder nicht öffentlich machen. Das weiß ich halt nicht so genau.
Das steht als nächstes bei Top 5 pur NSU-Wahlstellvertreter. Dazu gibt es keine weiteren Fragen. Kommen wir zum nächsten Antrag. Stopp der Veräußerung von Kunstwerken zur Haushaltssanierung. Lukas Picasso Lammler. Gibt es da noch Erweiterungen von dir? Ich muss mir an die Ohren greifen. Ich weiß auch nicht, woher das kommt. Nein, es gibt noch keine Erweiterung. Es ist halt so, immer wieder kommen mal neue Sachen. Also ich behalte mir vor, mal geringfügig etwas an diesem Antrag zu ändern, sofern neue Erkenntnisse dazukommen. Heute der Presse kann man zum Beispiel als Beispiel jetzt entnehmen, dass zum Beispiel die Landesregierung bereits vor Wochen eine Ausfuhrgenehmigung erteilt hat. Das sind alles so interessante Details, die wir uns vorbehalten, den Antrag noch einzubauen. Es wird dann halt einfach Neudruck geben. Neudruck auch, was weiß ich, kurz vor der Debatte, aber an dem Antrag, so wie jetzt da ist, wird sich nichts ändern. Dankeschön. Der nächste Antrag, das Leistungsschutzrecht für Presseverleger ist ein Schuss in den Ofen, LSR jetzt abschaffen. Ich habe gerade noch mal mit der Referentin gesprochen. Die Änderungen sind bereits eingegangen und eingetragen in Rücksprache mit der Referentin und liegen auch schon neu vor. Gibt es noch weitere Änderungswünsche diesbezüglich? Nicht. Der nächste Antrag ist das europäisch-kanadische Freihandelsabkommen CETA stoppen. Da gab es keine weitere Änderung. Hatten wir ja so auch schon beschlossen. Dann gab es noch mal Änderungen für Iconal. Nur kurz die Frage, ist da jetzt der wirklich letzte Stand, Daniel, im PG-Büro? Daniel Schwert? Okay, dann gehe ich davon aus, dass das die letzte Fassung ist. Und dann noch die Inklusion im Sport voranbringen, gemeinsam Sport von Menschen mit und ohne Behinderung fördern. Da gab es nochmal Änderungen. Lukas, das ist ja ein gemeinsamer Antrag aller Fraktionen. Kannst du da sicherheitshalber gleich nochmal nachfragen für den Bereich Sport, der gemeinsame Inklusionsantrag beim Referenten? Was soll ich da nachfragen? Sicherheitshalber nochmal nachfragen, ob jetzt die letzte Version bei uns im PG-Büro eingegangen ist. Ich kann nachfragen, aber ja, sie ist. Also die letzte Version wurde schon vor Tagen von allen beschlossen und. Und gut. Da kommt nichts mehr. Dann kommen wir zu den drei weiteren Anträgen, die wir da haben. Flüchtlinge in NRW brauchen einen Flüchtlingsbeauftragten und verbindliche Standards. Die aktuellste Fassung liegt leider nicht vor. Es gab nämlich aufgrund des Antrags vom Freitag von SPD und Grüne einiges an Änderungsbedarf. Frank, möchtest du den aktuellen Stand mitteilen? Ja, ich warte eigentlich darauf, dass jede Sekunde die Tür aufgeht und eine Tischvorlage reinkommt und die auch rumgeschickt wird. Als ich eben runterging zur Sitzung, waren die letzten formalen Arbeiten im Gange. Gut, dann warten wir da noch ein bisschen. Ich mache derweil weiter. Jeder, der Interesse hat, kann in das Pad reingucken, nur zur Info, aber es kommt gleich als Antrag fertig. Okay, der Antrag über den Verwaltungsratssitz NRW-Bank für alle Fraktionen kommt nicht in dieser Plenarwoche, wurde zurückgestellt, überhaupt kein Thema. Dann gab es aufgrund der aktuellen Ereignisse in Köln von Sonntag noch gestern Abend eine sehr ausführliche Diskussion über die Möglichkeiten, die wir da so haben. In diesem Rahmen gab es auch einen Antragsentwurf. Ich würde vorschlagen, dass wir diesen Antragsentwurf gleich im Bereich zu Top 7 dann behandeln und den eigentlichen Entwurf so lange zurückstellen, denn ich sehe, da gibt es mit Sicherheit noch Gesprächsbedarf, wenn niemand was dagegen hat. Daniel, bitte. Ich würde vorschlagen, das tatsächlich jetzt zu diskutieren, weil falls wir uns doch dazu entscheiden sollten, dann doch noch einen Antrag zu machen, dann läuft halt so ein bisschen die Zeit im Hintergrund. Dann ist es vielleicht besser, wenn wir um 11 mit der Diskussion fertig sind, als um 13:30. Also insofern vielleicht doch eben jetzt machen. Vielleicht gibt es ja auch gar nicht viel Meinung dazu, ich weiß es nicht. Also dann würden wir jetzt Top 7 aktuelles Köln vorziehen, wäre dein Vorschlag. Ja, nehmen Sie den Antrag zu.
Okay, dann machen wir das so, wie Daniel Düngel das vorschlägt. Der NoHo-Gesa-Antrag, da er den Bereich Inneres betrifft, Dirk Frank, beziehungsweise ich glaube, Dirk hat da die Kappe eher auf. Dirk, du hast das Wort für Köln und Hooligans und Polizeieinsätze. Es ging gestern ja noch ein Antragsentwurf rum. Hast du den bekommen? Ja. Okay, gibt es da Diskussionsbedarf? Wer möchte? Frank. Ja, ich habe mich ja gestern ein bisschen daran beteiligt, hin und her gerissen. Grundsätzlich finde ich, das, was in Köln vor sich gegangen ist, ist der größte Neonazi-Aufmarsch, den wir, glaube ich, in den letzten Monaten und Jahren hier hatten in Deutschland. Das kommt überhaupt nicht raus in der Presse bisher. Es wird viel zu viel von Hooligans und irgendwie immer noch vermischt Salafisten, Terrorgefahr und sowas geredet, finde ich völlig abwegig eigentlich. Die Idee mit dem Antrag Neonazis im Umfeld des Fußballs gemeinsam entgegentreten, habe ich zuerst, war ich ein bisschen dagegen, weil Fußball nicht so sehr hier reingezogen haben wollte. Wir haben lange genug daran gearbeitet, halt das Thema Hooligans und Ultras auseinanderzukriegen, was komplex genug ist für Leute, die nicht so tief im Thema drin sind. Allerdings ist es ja tatsächlich so, dass Neonazis schon seit längerem dabei sind, halt oder immer schon auch im Stadion waren und wieder sehr aktiv sind vor allen Dingen und in verschiedenen Vereinen, das ist sehr, sehr unterschiedlich halt, die Ultraszene und die Fanszene aufmischen und übernehmen teilweise, Thema Aachen zum Beispiel. Insofern, das in der medialen Berichterstattung und so wie es, also in der Wahrnehmung, so ist, dass die Hooligans weiter thematisiert werden, kann ich mir durchaus vorstellen und finde es inzwischen sogar eigentlich richtig, dass wir proaktiv werden und sagen, und das Thema Hooligans, Gewalt und Fußball thematisieren und vor allen Dingen die Unterwanderung der Nazis im Stadion thematisieren. Das macht der Antrag. Mir fehlt im Beschluss noch ein bisschen mehr als einen runden Tisch zu fordern. Da bin ich jetzt gerade noch dabei, Gedanken zu sortieren, wäre auch für Anregungen von anderer Seite vielleicht dankbar. Das heißt, grundsätzlich würde ich das Thema des Antrags unterstützen und gerne noch mal eine halbe Stunde in Ruhe darüber gehen. Aber prinzipiell steckt da sehr viel Gutes drin. Und würde mich mal interessieren, was andere so dazu denken. Es ist sehr schnell aufgepoppt hier, klar, das hat aber ja auch, glaube ich, jeder mitgekriegt. Wobei die Initiative ist sicherlich sehr gut. Dann habe ich den Dietmar notiert. Ich stelle mal die Liste zusammen. Also Rainer Wendt, Chef der Deutschen Polizeigewerkschaft, hat heute Morgen sehr wohl im Morgenmagazin geäußert, seine Befürchtungen und Bedenken hinsichtlich des größten Nazi-Aufmarsches seit Jahren oder seit Jahrzehnten in Deutschland. Also die Problematik ist durchaus nicht unbewusst oder nicht auf dem Schirm. Und gleichwohl denke ich, so wie Schreibreform auch geschrieben hat, wird man hier die Differenzierung schärfen müssen zwischen Hooligans, rechtsradikalen Hooligans, Ultraszene, ich sag mal die normale beziehungsweise teilweise auch eher sogenannte linkslastige Ultraszene und die rechtsradikalisierte Ultraszene, die sich da vermischt mit Hooligans und rechtsradikalen Hooligans. Also es sind aus meiner Sicht, Dirk, da muss ich dir übrigens widersprechen, keineswegs ausschließlich diejenigen gemeint, die sich hier allwöchentlich oder wann auch immer
auf irgendwelchen Straßen, Kneipenwegen, Wäldern oder sonst wo treffen und sich auf die Schnauze hauen, sondern, und das hat Rainer Wendt heute Morgen auch, meine ich, sehr deutlich gesagt, handelt es sich hier um sehr politische oder politisierte Kreise, die insbesondere auch aus der Reaktivierung von sogenannten Alt-Hooligans, stammend aus der 68er-Szene, den 70ern, den 80ern, neuerlich aufploppen und versuchen, auch in sogenannten Fanszenen Anhängerschaft zu finden für politische Parolen. Ich sage das jetzt mal bewusst sehr relativ neutral. Und ich denke schon, dass wir hier mit einer Sensibilisierungsmechanik operieren könnten, auch vor dem Hintergrund unserer bisherigen Aktionen, die wir im Zusammenhang mit den Fan-Beauftragten und Clubs durchgeführt haben. Denn ich denke, dass gerade die ein besonderes Interesse haben, auch in eigenen Kreisen eine Differenzierung vorzunehmen und auch das Bewusstsein für etwaige Anwerbungsversuche zu schärfen, um nämlich gerade da ein Abgleiten der Fanszene in derart am Ende Rechtsradikale oder gar eben diese Neonazi-Geschichten zu unterbinden. Von daher befürworte ich persönlich auf jeden Fall einen Antragsvorstoß in die Richtung, rein von der Diktion her, so wie Schreibreform das mal vorgeschlagen hatte gestern. Danke. Dann hätte ich jetzt Stefan Fricke. Ja, ich bin ja aus Köln. In Köln ist es bisher eigentlich immer so, seit Jahrzehnten fährt die Polizei da immer eine eher deeskalierende Strategie. Und das geht eigentlich immer auch, wenn es um die sogenannte linke Gewalt geht. Also wir haben eine durchaus sehr aktive autonome Szene, aber die fallen eigentlich nie durch irgendwelche Randale auf. Das liegt letztendlich auch an der Deeskalation durch die Polizei. Und diese Strategie ist jetzt am Sonntag nicht aufgegangen. Das liegt natürlich daran, dass man sagen, einen ganz anderen Menschenschlag zu tun hat als eben mit dem schwarzen Block. Und das hat die Polizei meiner Meinung nach nicht berücksichtigt. Und hinzu kam wohl auch das Problem, es wurde im Vorfeld immer gesagt, da kommen 1000 bis 1500 Hooligans. Entsprechend hat man da also 1000 Polizistinnen geschickt, was eigentlich schon recht viel ist für eine Zahl von 1000 Teilnehmern. Aber es waren dann letztendlich 4000 und da war man anscheinend nie in der Lage mehr kurzfristig sich darauf einzustellen. Und dann ist es eben zu so unschönen Dingen gekommen. Und es ist aber auch so, die Stellungnahmen sind ja, dass da also Nazis mitgemischt haben, das wurde ja völlig verharmlost, ja, das sind unpolitische Fußballfans oder sowas. Also den Eindruck hat man da also nie. Und man demonstriert ja auch nicht gegen Salafisten, indem man da also Ausländer rausbrüllt. Es gibt ja genug deutsche Salafisten auch. Danke. Dann habe ich den Daniel Düngel. Ja, vielen Dank. Danke vor allem Björn, Konstanze und dem Schnissen, die diesen Antrag hier noch kurzfristig reingeschmissen haben. Ich könnte wahrscheinlich jetzt irgendwie eine Stunde dazu erzählen. Ich versuche es einigermaßen kurz zu machen. Frank und ich haben uns ja auch gestern noch über die Vorfälle von Sonntag unterhalten. Birgit und ich waren ja vor Ort, konnten uns den ganzen Dreck halt eben live da angucken. Zu Stefan, zu dem, was er zu Köln und zur Demo gesagt hat, sage ich jetzt gleich noch was. Einmal konkret zum Antrag. Wir haben ja bislang hier bei unseren Anstrengungen, was Fanrechte, was eben Fanpolitik angeht, immer versucht, Fans eben aus so einer gewaltbereiten, gewaltverherrlichenden Ecke irgendwo rauszuholen, beziehungsweise darauf zu achten, dass die nicht immer in diese Schublade direkt gesteckt werden. Das war für mich auch gestern Grund und Überlegung zu sagen, okay, wir hieven das Ding jetzt irgendwie nicht auf dem Rücken der Fans
ins Plenum. In der Wahrnehmung in der Öffentlichkeit wird uns das allerdings nicht gelingen. Also die Wahrnehmung der Veranstaltung am Sonntag ist halt eben, ich sag mal, soweit halt auch vielen Dank, liebe Presse, lieber Staatsschutz, Verfassungsschutz, dass da irgendwie eine Fußballveranstaltung stattgefunden hat Sonntag, wo irgendwie 10% Rechte waren. Naja, ich war da, habe ich nicht gesehen. Ich habe, sagen wir mal, 99% eben Nazis gesehen. Uns wird es aber nicht gelingen, egal ob wir jetzt einen Antrag stellen oder eben keinen Antrag stellen, das irgendwie zu verändern. Also die Berichterstattung wird halt eben weiterhin so sein. Man wird von Hooligans sprechen, man wird von Hooligans, also von dieser Hogesa-Bewegung weiterhin sprechen, am 9. November, am 15. November für die weiteren angekündigten Veranstaltungen in Berlin und in Hamburg. Insofern bin ich mittlerweile der Meinung, dass es vielleicht doch der richtigere Weg ist, das Thema dann doch aktiv aufzugreifen. Ich weiß nicht, was FDP und CDU noch vorhaben, welche spannenden, das ist euphemistisch genug, spannenden Anträge uns da heute noch erwarten werden in diese Richtung. Und ich denke, ich fände es gut, wenn wir da ein vernünftiges, anderes Zeichen setzen, dass wir halt uns mit der Grundproblematik beschäftigen wollen. Wieso entstehen eben rechte Szenen auch in Fußballstadien? Wieso haben rechte Parteien, Rechte überhaupt eben Zugriff darauf? Gibt es überhaupt in allen Fußballstadien eine rechte Bewegung? Oder Dietmar hat das vorhin ganz passend gesagt, es gibt ja eben sehr viele Ultrabewegungen, die eigentlich deutlich links aufgestellt sind. Ich fände es gut, wenn es uns das tatsächlich gelingt, da so einen runden Tisch zu etablieren und eben zu gucken, was machen vielleicht bestimmte Vereine richtig und was machen andere Vereine vielleicht falsch oder eben halt gar nicht. Also insofern würde ich vorschlagen, den Antrag wirklich, wirklich positiv abzustimmen. Ob da jetzt noch was zusätzlich rein muss, ja, der ist einigermaßen dünn, aber grundsätzlich würde ich sagen, lasst uns den Antrag fürs Plenum einbringen. Vielen Dank, Daniel. Dann habe ich Simone auf der Liste. Ich finde einen Aspekt nicht ganz unwichtig, ein Widerspruch, der die ganze Zeit bestehen bleibt, nämlich was wusste der Verfassungsschutz und was wurde in Vorbereitung der Demonstration geplant? Also es hieß ja, 7.000 waren auf Facebook angemeldet, aber die Polizei hätte mit 1.000 bis 1.500 gerechnet. Und dann stellt sich unser Minister Jäger vor die Kamera und sagt, ja, wir haben mit 4.000 gerechnet und waren entsprechend darauf vorbereitet und eingestellt. Die Polizeigewerkschafter sagen was anderes. Das heißt, entweder der Minister lügt im Nachfeld, dass sie eben nicht darauf vorbereitet waren, oder die eine Hand weiß nicht, was die andere tut, oder der Verfassungsschutz was vorbereitet oder der Minister nicht. Aber ich finde diesen Aspekt nicht uninteressant, inwieweit da was geplant war oder auch nicht. Vielen Dank. Dann habe ich den Frank. Ja, direkt dazu, was Simone sagt. Das waren Gedanken, die wir gestern auch im Kopf hatten. Möglicherweise geht das in Richtung einer Aktuellen Stunde, wenn sich jetzt im Laufe dieser Woche da noch irgendwas rausstellt und wenn da noch irgendwas kommt. In einem Antrag im Moment haben wir da keinen Punkt gefunden. Wir werden auf jeden Fall im Innenausschuss natürlich darüber sprechen. Und wie ich gestern in einem Statement auch gesagt habe, wo ist der Verfassungsschutz denn noch blind? Ja, ist nochmal ein Zeichen, dass sie nichts sehen in dieser Richtung anscheinend. Für den Antrag, denke ich mal, spielt das keine Rolle, weil der wirkt ja auch länger. Der geht jetzt nicht um die Aufklärung dieser konkreten Situation, sondern grundsätzlich und um den vielleicht ein bisschen noch weiter, das Proaktive rauszustellen, hat im Moment den Titel Neonazis im Umfeld des Fußballs gemeinsam entgegentreten. Völlig korrekt. Aber dem könnte man noch einen Satz davor stellen, Nazis raus aus dem Stadion und dann Neonazis im Umfeld des Fußballs gemeinsam entgegentreten. Also um das ein bisschen plakativer zu machen, worauf es uns auch ankommt und was wir thematisieren und erreichen wollen. Das wäre jetzt noch ein Vorschlag und wie gesagt die Bitte für den Forderungsteil noch vielleicht einen Punkt, wo ich gerade noch zwischendurch dran bin, das noch zu erweitern, also zusätzlich zum runden Tisch. Vielen Dank, Frank. Moni hätte ich dann.
ich finde das, was du gesagt hast, richtig. Also nichts hindert uns jetzt daran, diesen Antrag zu stellen, auch wenn sich noch andere Sachen ergeben, um da noch eine Aktuelle Stunde nachfragen oder was immer zu tun. Meine Frage geht eigentlich mehr an den Daniel. Du hast gerade gesagt, dass du da durchaus auch noch Möglichkeiten siehst, den Antrag so ein bisschen aufzupeppen. Der wäre ein bisschen flach. Macht das nicht vielleicht Sinn, das tatsächlich dann noch zu tun mit Björn oder so zusammen, dass sich nochmal drei zusammensetzen? Also ich meine, wir haben ja jetzt noch die Chance, eine Stunde, das wird ja nicht so dramatisch sein. Ich fände es eigentlich schön, wenn die Leute, die von mir aus dabei waren, Ahnung haben oder sich dafür interessieren, sich vielleicht drei, vier Leute tatsächlich nochmal eben zusammensetzen und da ein paar Formulierungen reingeben, wenn das möglich ist. Bitte, fände ich gut. Daniel steht im Übrigen ja auch gleich schon wieder auf der Liste, gar kein Problem. Lara hebt schon Birgit. Die Hand. Ja, also ich würde das erstmal unterstützen, was Moni sagt, dass wir da nochmal kurz dran arbeiten. Ansonsten finde ich das auch gut. Und auch was jetzt nochmal zu der Planung angeht und dass sich die Polizei dahin stellt und sagt, also das hätte ja keiner ahnen können oder so. Also tut mir leid, also so viel Naivität nehme ich denen nicht ab. Also das ist, damit irgendwie zu kommen, mit man möchte das deeskalieren, ne? Das ist gefährlich. Ne? Das ist für Menschenleben gefährlich. Das ist überhaupt kein Spiel da oder so. Da sind die ganzen Züge waren voller Nazis, die sturzbetrunken und unter Drogen waren und darüber geredet haben, wie sie uns tot machen wollen. Das ist kein Spaß. Was heißt uns? Ja, die Leute, die da im Zug saßen und zu der Gegendemo gefahren sind. Oder auch alle anderen. Ne? Auch aus Migrantinnen und so weiter. Ne? Die haben da rumgepöbelt gegen Ausländer, Juden, Zecken, Antifa, was auch immer. Ne? Was ihr Feindbild so ist. Und normalerweise ist es halt so, wenn wir zum Beispiel zu so einer Gegendemo fahren, nach Hamm zum Beispiel, da ist so ein Zug voll mit Bundespolizei. Da war an keinem Bahnhof Polizei, da war in keinem Zug Polizei. Wenn da was passiert wäre, da hätte sich, wir hätten keine Chance gehabt. Das waren viel mehr Leute, die waren unter Drogen, betrunken, auf Gewalt aus. Und es ist reiner Zufall, dass da keinem was passiert ist. Ne? Das ist keine Polizeistrategie gewesen oder so, sondern das ist reines Glück. Und das war auch den ganzen Tag so. Weil die Polizei vor Ort in Köln, die konnte sich ja nicht mal selber verteidigen. Wenn da diese Gruppe auf andere losgegangen wäre, mehr als das schon passiert ist, dann hätte die keiner aufgehalten mit den paar Männlein, die da standen. So sieht's aus. Danke, Birgit. Daniel. Ja, ich hatte ja versprochen, noch was zu Sonntag an sich zu sagen und nicht nur zum Antrag. Ja, Moni, erstmal, das können wir gern machen, versuchen, den noch ein bisschen irgendwie aufzupeppen. Ansonsten zu Sonntag, ja, all das natürlich, was Birgit gerade gesagt hat. Also ich war Sonntag wirklich zutiefst bedrückt von dem, was ich da gesehen habe. Und zwar nicht nur einfach, dass da einfach viele, viele Rechte auf einem Platz sich versammelt haben. Das ist Grund genug, bedrückt zu sein. Sondern wirklich die ganzen Geschehnisse drumherum. Also es gab viele, viele Menschen, die tatsächlich in den Zügen auf der Anreise Angst hatten. Es gab viele, die auch zumindest angepöbelt wurden. Ich glaube, Stefan hat es vorhin gesagt, es hätte keine Möglichkeit mehr gegeben, dass die Polizei da irgendwas dran ändert. Doch, die hätten einfach ihren Arsch bewegen müssen und frühzeitig an den Bahnhöfen sein müssen. So einfach ist das. Das haben die nicht gemacht. Das ist ein Vollversagen, was da stattgefunden hat und kein gelungenes Einsatzkonzept. Ich bin 2,5 Stunden vor der angekündigten Nazi-Demo in Oberhausen losgefahren. Da standen halt schon 50 Hools am Oberhausener Hauptbahnhof. Wenn schon in dem Kaff Oberhausen 50 Hools bewegt werden, 2,5 Stunden vor Beginn der Veranstaltung, dann weiß ich, wie es später aussieht. Und dann bin ich auch nicht überrascht, wenn ich dann über Duisburg nach Köln fahre, dass in Köln halt auch nochmal 100, 150 zusteigen. Ja? In Duisburg 100, 150 zusteigen. Und wenn ich nachher in Köln als einer der Ersten aus dem Zug aussteige vorne und mir den Spaß angucke und da 400 bis 500 Nazis 1,5 Stunden dann vor Beginn der Veranstaltung da aussteigen, der Platz draußen, den ich vom Bahngleis sehen kann, schon mit 600 bis 800 Menschen gefüllt ist, spätestens dann weiß ich, dass die 1000 bis 1500 einfach nicht mehr passen, denn die sind schon 1,5 Stunden vorher da. Und dann weiß wirklich jeder Vollidiot, dass das eine Veranstaltung wird, wo 3, 4, 5.000 Menschen nachher sein werden. Und
keine Wattebausch-Veranstaltung. Ja? Das ist eben nicht, dass sich da irgendwie der Schachclub getroffen hat und irgendwie zu irgendwas demonstrieren will. Das sind Hooligans. Ja? Kategorie C, wie der Innenminister und beziehungsweise die Innenminister unseres Landes, die alle so schön einstufen, das sind die Gewaltsuchenden. Und die sind nicht umsonst in dieser Kategorie gewaltsuchend letzten Endes eingestuft. Die tun das auch tatsächlich. Die haben es auch versucht auf dem Vorplatz. Die haben viermal versucht, also viermal habe ich es zumindest mitbekommen, die Gegendemo zu stürmen. Nicht mit 10 Leuten, mit vielen, mit 100 Leuten, durch den Bahnhof, durch den Bahnhoftunnel. Unglaublich. Also durch den eigentlichen Zugang zur Gegendemo schaffen die es tatsächlich mit rund 100 Leuten irgendwie in Richtung der Gegendemo zu kommen. Das ist völlig, völlig unfassbar, dass sowas überhaupt passiert. Die Polizei, ich stand neben einer Einsatzhundertschaft in dem Moment, war völlig überrascht davon. Oh, jetzt kommen die denn jetzt hier hin? Die Veranstaltung von den Nazis ist doch auf der anderen Seite, so ungefähr. Ja? Die haben nicht annähernd damit gerechnet, dass das so abgeht. Und das, Stefan, hat halt eben nichts mit deeskalierend zu tun. Also deeskalierend war dann der Versuch, Atemlos von Helene Fischer zu spielen oder der Pianist, der vom Taxiplatz auch bekannt ist, der dann noch drüben gespielt hat. Das waren wahrscheinlich die einzigen deeskalierenden Versuche. Ansonsten ist das einfach... Ich vermute auch. Also das hat nichts mit Deeskalieren zu tun. Das ist eine tatsächliche Katastrophe. Und ich bin gespannt, wie es halt bei den beiden weiteren oder erstmal bekannten beiden weiteren Veranstaltungen aussieht. Gut, zum Glück wurde nicht Kebekus gespielt, das wäre wahrscheinlich in die Hose gegangen. Ich habe dann den Dietmar als nächstes, wollte jetzt aber vorschlagen, die Leute, die sich jetzt nochmal zusammenhocken wollen, auch wenn die Diskussion, schafft ihr das, wenn wir, sagen wir mal, wir hatten ja vorgehabt, jetzt nur bis 11 zu diskutieren, also innerhalb von einer halben Stunde zwischen 11 und 11:30, wäre super. Danke. Dietmar, bitte. Ganz kurz, Frank hatte eben etwas geäußert, was einen eigentlich davon abrücken lassen müsste, die Sache auf diese Fußballgeschichte so stark zu fokussieren. Du hast gesagt, man müsste es auch etwas genereller oder so ähnlich hast du es gesagt oder allgemeiner angehen. In der Tat, das werden wir allerdings heute nicht hinkriegen und als Aufhänger diese Ereignisse zu nehmen, mag vielleicht nicht geeignet sein, aber dennoch, diesen Fokus so stark auf das Fußballumfeld zu setzen, ist vielleicht in der Tat nicht der richtige Weg. Denn wir haben es hier mit einer allgemeinen Problematik zu tun, die in einem Ausschnitt Fußball oder Fußballszene als Vehikel nimmt, wie auch die Salafisten als Vehikel nimmt, um irgendeiner Form gegen diesen Staat Bambule zu machen, um es mal ganz klar zu sagen. Und auch gegen Menschen Bambule zu machen, wie Birgit es beschrieben hat. Eins muss ganz klar hervortreten aus dieser ganzen Aktion, egal wo die stattfindet, egal ob im Innenausschuss, in einer Sondersitzung oder von mir aus im Plenum. Und egal, wie hier auch von Seiten der Polizeispitze oder von mir aus auch der Deutschen Polizeigewerkschaft beschwichtigt wird und alles für gut geheißen wird, so nach dem Motto, wir haben alles im Griff. Ja, da wird abgewiegelt. Hier liegt vor dem Hintergrund der Schilderungen, die wir hier hören, die wir im Fernsehen hören, ich denke an die Apothekerin, die heute Morgen am Breslauer Platz sitzend die ganze Szene die ganze Zeit beobachtet hat und gesagt, die Polizei sei völlig hilflos gewesen. Hier liegt ein Organisationsverschulden ähnlich vor wie in der Flüchtlingssituation. Die Polizeiführung hat aus meiner Sicht, nach dem, was ich gelesen, gehört habe, komplett versagt. Und dieses Organisationsverschulden reiht sich an ein anderes. Und dann kommt das Nächste. Und irgendwann ist die Szene bzw. die Mobilisierung so groß, dass wir mit ein paar Hundertschaften aus Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen sonst wo nicht mehr auskommen. Sondern dann sind wir genau an dem Punkt, den ja der Bundestag letztes Jahr schon bereits verabschiedet hat, dass wir hier den Einsatz der Bundeswehr zur Klärung ziviler Aspekte haben. Und ich denke, dass wir angesichts des Bedrohungspotenzials, welches von mehreren tausend Menschen ausgeht, die Gewalt suchen, wie es heißt, und diese auch finden, so groß ist, dass die Polizei mit ihren Möglichkeiten und Mitteln bereits jetzt an ihre Grenzen gestoßen ist. Und ich befürchte eben, dass diese Provokation weiter fortschreiten wird, egal ob in Hamm oder in Berlin oder sonst wo.
Und das muss man einfach von der juristischen Seite auch betrachten, mit dem Demonstrationsverbot die Sache nicht regulierbar sein wird. Denn da hat das Verfassungsgericht, der Bundesverfassungsgericht natürlich deutlich immer wieder erhebliche Schranken vorgesetzt, dass man das so ohne weiteres eben wird nicht verbieten können, weil nämlich die indizielle Wirkung nicht ausreicht und das Demonstrationsrecht eines unserer stärksten demokratischen Rechte ist. Und vor diesem Hintergrund, glaube ich, in der Tat, sollten wir nicht nur diesen runden Tisch Fußball hier fordern, sondern einen Allparteienrunden Tisch, ja, und dann gucken, dass wir diesen hinbekommen und natürlich von mir aus unter Einbeziehung verschiedener Szenen, sei es drum, ja, wie auch immer man die bezeichnet. Aber ich glaube, das ist zu eingegrenzt, wenn man sagt, wir beschränken das auf Fußball oder wir beziehen es zu sehr auf Fußball. Denn die Sache hat meines Erachtens mit Fußball überhaupt nichts mehr zu tun. Gar nichts mehr zu tun. Sondern da ist nur noch ein Teilbereich betroffen, der sicherlich beobachtet werden muss. Also von daher, wenn wir da irgendwie noch was einbauen könnten, dass wir das allgemeiner, globaler, genereller gegen Nazis, gegen Gewalt von rechts richten könnten, wäre mir persönlich wohler bei der ganzen Geschichte. Dass runde Tische übrigens nicht ganz so viel bringen, rote Tücher, runde Tische, Entschuldigung, finde ich, sieht man leider sehr gut gerade bei der Flüchtlingsgeschichte. Toso ist als nächstes auf der Liste. Völlig richtig. Wenn du nicht mehr weiter weißt, bilde einen Arbeitskreis. Hilft uns an der Stelle nicht. Ich fand übrigens die Bundeswehr sehr witzig, war ein sehr ironischer Ansatz da, Dietmar. Ich glaube, es geht nicht um die Bundeswehr, es geht darum, dass dieses Organisationsversagen nicht daran liegt, dass zu wenig Ressourcen da sind, sondern dass sie nicht richtig eingesetzt werden. Wir haben bei weitem genug Hundertschaften, um auch eine Demo mit 4000 Vollidioten zur Raison zu bringen. Und auch das Material ist dafür da. Weißt du, woher ich das weiß, Dietmar? Wenn ich eine Demo mit 100 Antifaschisten anmelde, dann habe ich das ganze Material und die Leute da. Da habe ich nämlich ein Ratio von 1:2, also ein Demonstrant, zwei Polizisten. Und das ist übrigens egal, wie groß die Demo wird. Der Ratio wird beibehalten. Und wenn ich mir jetzt überlege, wie viele Leute an dem Wochenende mobilisierbar gewesen wären, weil es war in keinem anderen Bundesland irgendeine Großveranstaltung. Hätte man das ernst genommen, was man da wirklich machen möchte als Innenministerium und was der verdammte Job eines Innenministers ist, dann hätte man sich vorzeitig, und das Ganze war bekannt, hätte man sich vorzeitig mit dem Innenministerkollegen aus Baden-Württemberg, Hessen und Niedersachsen zusammengesetzt. Und dann hätten da verdammt nochmal nicht 1.000 oder 1.500 Polizisten gestanden, sondern 3.000 oder 4.000. Und dann wäre es dazu nicht gekommen. Und dann hätte man die Szenerie nicht mit Flatterband abgesperrt, sondern vernünftige Zäune aufgestellt. Und dann hätte man nicht zwei alberne Wasserwerfer da gehabt, sondern 5, 6 oder 8. Und das hat nichts mit dem Einsatz der Bundeswehr im Inneren zu tun. Das ist ein verdammtes Versagen dieses Innenministers. Und wie du sagst, das reiht sich aneinander. So. Alles ruhig. Alles gut. Gut. Sehr gut. Alles gut. Sehr schön. Noch was? So, ja, es kommt noch eine Kleinigkeit. Bitte setzt euch jetzt zusammen. In dem Ding sind noch sprachliche Ungereimtheiten. Journalisten und Passanten haben sich weder mit Wasserwerfern noch mit Reizgas verteidigt. Das war nur die Polizei. Das ist auch richtig so. Die Grammatik stimmt an der Stelle noch nicht so richtig. Ja, gleichwohl, ich hätte dann gerne einen Gebrauchten aus Berlin, keinen neuen, der schon beim Werfen von PET-Flaschen kaputt geht. Von daher, bitte bereinigt das Ding, macht es noch ein bisschen schärfer und go. Dankeschön. Vielen Dank, Toso. Dann habe ich den Frank wieder auf der Liste. Ja, ich kann das aber jetzt auch zurückziehen. Ich wollte halt nur noch eigentlich Dietmar recht geben, auf der einen Seite, was er gerade sagte, auf der anderen Seite aber sagen, es ist schon wichtig, diesen Antrag hier auf den Fußball zu fokussieren, weil es darf halt nicht gelingen, in der öffentlichen Wahrnehmung das Nazi-Problem zum Fußballproblem zu machen, weil das ist falsch. Und das soll in diesem Antrag rauskommen und das, denke ich, jetzt umso mehr, das machen wir hier als Piratenfraktion proaktiv und dazu setzen wir uns jetzt hin. Ich würde nur ganz gerne kurz sagen, dass hier noch ein anderer Antrag ist, dann hätte ich vielleicht dazu noch zwei Sätze zu sagen, aber dann muss ich ja weg. Vielen Dank, Frank. Dann habe ich Birgit. Ja, nur noch eine Ergänzung. Also ich sehe halt noch eine große Gefahr jetzt aus dieser Sache, dass halt
unser Innenminister jetzt daraus halt konstruiert, der Verfassungsschutz muss mehr Mittel bekommen oder so, weil... Warum? Also der Verfassungsschutz, ja, weil ich vermute halt, dass die das jetzt irgendwie darauf abzielen wollen, weil sie würden ja sonst mit dieser Szene nicht fertig und ich kann mir das jedenfalls vorstellen. Ach so, okay, siehst du. Ja, ja, klar. Aber ich meine, also auch da müssen wir halt gucken, dass wir uns dagegen positionieren. Also ein Verfassungsschutz, der sich da hinstellt und sagt, da wären 10% Rechte gewesen, der taugt halt zu so gar nichts. Ne? Das nützt auch nicht, wenn die mehr Geld kriegen. Ne? Das nützt auch nicht, wenn die mehr Geld kriegen. Wenn sie da weggucken, dann gucken sie dann auch weg, wenn sie mehr Geld haben. Gucken halt mehr weg. Genau, für mehr Geld gucken sie dann weg. Gut, danke Birgit. Jetzt wollte ich gerade mal fragen, ich habe nämlich kurz auf die Tagesordnung mal geschaut, wer wollte sich denn jetzt beteiligen an dieser Runde bezüglich des Antrags, denn wir haben ja auch noch die Diskussion um die Besetzung für pur NSU und gleich ja hier jetzt noch kurz im Anschluss den Antrag, der gerade noch reinkam, über die Flüchtlinge. Also wer hat vor, gleich jetzt mit bei diesem Fußball... Thema mitzuarbeiten. Nur jetzt mal gucken, wer das gleich dann irgendwann macht, ob wir die Leute haben, die da mitmachen. Thorsten, hast du noch eine Anmerkung, die müssen wir noch einbauen? Wenn ihr sprachlich Formulierung, dann kann ich auch. Gut, dann sehr schön, das sind ja dann doch einige, das freut mich. Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zum nächsten Antrag. Danke. Nur noch einen ergänzenden Hinweis, ich hatte das auch auf die Mailingliste schon geschmissen. Wir planen auf jeden Fall noch irgendwas mit kleinen Anfragen gegebenenfalls zu machen. Da einfach nochmal die Werbung an der Stelle, beteiligt euch bitte mit daran. Das betrifft uns tatsächlich alle, da geht es nicht irgendwie um Fußball, es geht auch nicht nur in Anführungszeichen um Nazis. Birgit hat es gerade, Toso hat es gerade nochmal gesagt, Dietmar, da wird das komplette Fass gerade ausgeschüttet, was Themen angeht, die uns als Piraten wirklich aufs Äußerste halt eben fordern, was Überwachung und Menschenrechts-, Grundrechtseinschränkungen und was weiß ich nicht alles angeht. Volles Programm. De Maizière gestern auch in Interviews. Also da ist auch kein NRW-Problem hier irgendwie. Da geht es jetzt richtig rund und dafür war die Veranstaltung den Innenministern wohl gut genug. Danke, Daniel. Dann habe ich Moni. Finde ich total gut. Wichtig fände ich dann nur, wenn wir einen Referenten hätten oder haben, der das koordiniert. Ja. Also das heißt nicht, das muss derjenige die Arbeit leisten, aber sonst wird hier doppelte Arbeit geleistet. Einfach, dass das da gesammelt wird, dass da die Ideen gesammelt wird. Also ne, ich befürchte, sonst zerfleddert das irgendwie, weil ganz viele sich da irgendwie engagieren. Ich möchte jetzt auch niemanden angucken, Lara. Okay. Dann wäre es das für diesen Antrag. Dann würde ich formell trotzdem abstimmen lassen, dass wir diesen Antrag jetzt annehmen. Wer spricht? Bitte? Ja, ich will das tatsächlich abstimmen lassen. Von daher möchte ich euch bitten, wer der Meinung ist, dass wir diesen Antrag für den Bereich Fußball in der finalen Fassung... für den Bereich Innen... in der noch zu fertigstellenden Version ist, möge jetzt bitte die Hand heben. Ich sehe, das ist einstimmig. Vielen Dank. Kommen wir jetzt zum zweiten Antrag. Das ist relativ kurzfristig auch noch fertig geworden, glücklicherweise. Es geht um die Flüchtlinge. Und jetzt schaue ich mal gerade Richtung Simone, genau. Ich habe mir gerade noch mal in Ruhe durchgelesen, das, was du ja gestern vorhattest, da gewisse Sachen noch rauszukürzen, um jetzt wirklich den Fokus auf den Flüchtlingsbeauftragten, die Heim-TÜV und die Standards zu setzen, finde ich äußerst gelungen. Also ich finde ihn jetzt richtig gut so. Danke, Simone. Dann habe ich Frank Toso. Frank, bitte. Ja, vielen Dank, Simone. Ich hatte einen einzigen Punkt, der ist jetzt hier leider unglücklicherweise noch nicht berücksichtigt. Und zwar ist bei der Landtag stellt fest,
mittelfristig müssen Konzepte entwickelt werden. Ich hatte jetzt dieses mittelfristig noch rausgenommen, nämlich dass Konzepte entwickelt werden müssen. Also das nicht mehr so nach hinten schieben, sondern... Genau. Das ist hier irgendwie leider untergegangen, würde ich so vorschlagen, das ändern wir noch ganz schnell und schicken den dann an Antrag, wenn ihr damit einverstanden seid. Ich kann mir gut vorstellen, dass es noch ein paar weitere kleine Anmerkungen gibt. Ich habe den Toso. Richtig. Ich konnte das jetzt natürlich nur schnell überfliegen. Zum einen ist die Reihenfolge falsch. Bitte erst Standards fordern, dann TÜV. Ist einfach von der Logik. Macht das andersrum keinen Sinn. Erst TÜV und danach gucken, was für Standards gibt, macht keinen Sinn. Zum Zweiten ist an Punkt 1, die Stelle eines Flüchtlingsbeauftragten ist einzurichten, wie oben beschrieben. Nehmt das da nochmal mit rein. Wie oben beschrieben ist nicht genau genannt, wo jetzt oben beschrieben. Ich meine, der Antrag ist anderthalb Seiten oder zwei Seiten vorher lang. Wo oben? Ne? Übernehmt den Textblock einfach nochmal, wie ihr das genau haben wollt. Vielleicht auch dann nochmal so punktuell wie unter Punkt 3. Das wären meine konkreten Dinge dazu. Danke, Toso. Ich hatte prophylaktisch Moni, oder doch nicht? Prophylaktisch? Ja, geht mir jetzt ein bisschen schnell, aber ich finde halt immer noch einige Formulierungen relativ unscharf. Der Besuch schulpflichtiger Kinder sowie der Zugang zu Kindern muss in der Kommune auch für Flüchtlingskinder gewährleistet werden. Gewährleistet werden, Punkt. Das ist mir auch zu schwammig. Von wem? Wieso? Wer macht das? Also da, diese Trennschärfe fehlt mir, die kommunale Aufgabe und die Landesaufgabe. Also einmal, was die Bereitstellung der Schulausstattung betrifft und was jetzt die Lehrerausstattung betrifft. Also ne, das ist mir alles so ein bisschen... Da passt noch ein Unterpunkt rein. Das muss die Landesregierung leisten. Und wenn da nur steht, müssen Kommunen und Landesregierung gemeinsam Lösungen finden oder so, weiß nicht. Danke, Moni. Nur um hier Missverständnis vorzubeugen, dieser Antrag muss gerade einfach noch aktualisiert werden aufgrund eines Zwischenstandes von Freitag, falls sich jemand wundert. Das ist gar nicht dramatisch, das ist vollkommen okay. Dann habe ich den Dietmar und den Frank. Jo, wo wir einmal dabei sind, Ziffer 1 mit ausreichend qualifiziertem Personal sagt das, was es ist, nämlich ausreichend. Ich würde vorschlagen, dass wir da hinreichend qualifiziert sagen. Denn ausreichend könnte jeder hier in der Runde sein, wahrscheinlich, weiß ich nicht, ohne entsprechend hinreichend qualifiziert zu sein. Da würde ich für plädieren, dass wir das Wort vielleicht austauschen. Und dann da habe ich eine Nachfrage. Da steht, also der Landtag fordert die Landesregierung auf, in jedem Heim muss ein Beschwerdemanagement vorhanden sein, oder muss es ein Beschwerdemanagement geben. Also auffordern können wir natürlich nur zur Einrichtung eines solchen Beschwerdemanagements. Und wenn ich das jetzt, bitte? Richtig verstanden habe, in der medialen Darstellung gibt es ein oder soll ein solches dezentrales Beschwerdemanagement eingerichtet werden? Oder habe ich das falsch gelesen? Punkt. Danke, Dietmar. Ich dachte, wenn das Lämpchen, danke. Frank dann. Ja, also es heißt nicht, jetzt rein vom Text her, der Landtag fordert die Landesregierung auf, in jedem Heim muss es ein Beschwerdemanagement geben. Nein, der Landtag fordert die Landesregierung auf, für die Flüchtlingsaufnahme in ganz Nordrhein-Westfalen Standards, die mindestens die hier genannten Vorgaben erfüllen, zu entwickeln und umzusetzen. Und dann kommt die ganze Liste. So ist das gemeint. Und das betrifft dann auch den Punkt von dir, Moni. Das betrifft dann auch den Punkt, den du angemerkt hast mit der Schule. Es geht darum, dass die Landesregierung Standards entwickeln soll und definieren soll, wer, wo, wie der Schulbesuch ermöglicht wird. Dass die Landesregierung definiert, was übernimmt das Land, was übernimmt die Kommune und diese Standards festlegt. Darum geht es in der ganzen Geschichte. Das wollen wir jetzt nicht hier in dem Antrag vorgeben. Die Landesregierung hat die Aufgabe, das zu tun. Und zwar für Land und Kommune zu definieren. Darum geht das hier. Aber ansonsten das mit dem hinreichend und ausreichend nehmen wir gerne auf, Dietmar, was du da gerade angemerkt hast. Das ist ein Bestandteil, was wir schon lange gefordert haben. Das wollen wir hier nochmal klar machen, weil wir ja hier die Standards fordern. Und dann muss natürlich
für den TÜV müssen die Beschwerden ja auch laufen. Man muss ja wissen, was man an welcher Stelle wie kontrollieren soll. Okay, danke Frank. Dann habe ich nochmal Simone. Entschuldigung, eine ganz kurze Ergänzung. Dass die Landesregierung in unseren Anträgen gewildert hat, schon seit Längerem, das ist bekannt. Also viele Dinge, die wir geschrieben haben vor einem Jahr schon, die sind jetzt auch beim Flüchtlingsgipfel diskutiert worden. Das ist gut für uns. Ich fände das auch nicht schlecht, wenn du den Hinweis von Toso aufnehmen würdest, dass wir die Reihenfolge haben, erst Standards und dann TÜV. Von der ansonsten, go. Ich wollte mich einmal kurz bedanken bei allen, dass ihr da so schnell reagiert und dass das so gut auf die Bahn geht. Und ich möchte auch dem Björn nochmal Danke sagen, dass das seine Grundlage da für den Noho-Geser-Antrag finde ich richtig klasse. Danke. Dann habe ich jetzt, entschuldige Olaf, ich hatte deine Wortmeldung nicht gesehen. Da gibt es noch einen Punkt, und zwar hier, die Bedürfnisse von besonders Schutzbedürftigen müssen vollumfänglich berücksichtigt werden, sehr gut. Ich hätte jetzt, klar kann man jetzt ganz blöd sagen, Kinder und Jugendliche fallen drunter. Mir würde es gefallen, wenn da drunter noch mal ein Satz wäre, was weiß ich, die Bedürfnisse von Kindern, beziehungsweise müsste man jetzt wirklich, ich kriege ihn jetzt auch so schnell nicht formuliert, dass er sich nicht wie eine Doppelung anhört, aber dass man da eventuell noch mal die Bedürfnisse und vor allem die Rechte von Kindern und Jugendlichen, die ja nochmal andere sind als die von Erwachsenen, dass man das dort nochmal in einem Satz betont. Ja. Ja, alte Leute und Behinderte. Das wäre jetzt dann die Frage von der Diskussion. Das war meine Anregung, hatte ich ja schon selber gesagt, dass unter den besonders Schutzbedürftigen auch die Kinder und Jugendlichen fallen. Mir würde es trotzdem nochmal besser gefallen, wenn Kinder und Jugendliche dort vor allem deren Rechte, nicht deren Bedürfnisse nur, sondern auch deren Rechte nochmal extra aufgeführt werden. Das wäre jetzt die Frage, wenn jetzt die Mehrheit hier sagt nein, dann nein. Ansonsten würde ich das doch noch so anregen wollen. Kommen wir ja mit einem Unverbindlichen. Frank, zum Abschluss noch gerade. Ja, nur dahin gehen. Also okay, ich denke noch mal schnell drüber nach, dass die Gefahr, das ein bisschen zu verkomplizieren, besteht, weil diese Definition mit den besonders Schutzbedürftigen, wie Simone schon sagt, das ist halbwegs feststehend. Es gibt gerade die Diskussion EU-Aufnahmerichtlinie, EU-Unterbringungsrichtlinie, wo die besonders Schutzbedürftigen, das sind dann auch die Kinder und so weiter, die sind da alle umfasst. Aber ich gucke trotzdem noch mal rein, ob man da vielleicht noch einen Zusatz. Dann, Olaf, ich habe dich jetzt gerade nicht auf der Liste. Ich habe Dietmar jetzt noch mal auf der Liste. Danke, ganz kurz. Der ist wie vorgesehen zur direkten Abstimmung? Nee? Ausschussüberweisung? Okay. Wir wollen den sogar federführend in den Integrationsausschuss bringen, weil wir Integrationsleute da schon ein anderes Handling mit der Thematik haben als die Innenausschussleute. Da brauche ich, glaube ich, nichts weiter dazu zu sagen. So, vielen Dank auch für die Diskussion. Dann möchte ich euch jetzt noch um eure Abstimmung bitten zu diesem Antrag. Wer der Meinung ist, dass wir diesen Antrag zu diesem Plenum noch stellen sollten, der möge dies jetzt bitte mittels Handzeichen signalisieren. Ich sehe, das ist einstimmig. Vielen Dank. Und ich glaube, jetzt juckt es dem Innenteam in den Fingern. Im Team. Im Team. Zwei Anträge zu überarbeiten. Vielen Dank. Wir hätten dann als nächstes auf der Tagesordnung eine Stellvertreterinnenwahl für den einzusetzenden PUA-NSU, den Parlamentarischen Untersuchungsausschuss. Hier stellt sich im Vorfeld die Frage, unabhängig davon, wer kandidieren möchte, ob wir dies hier in der Öffentlichkeit tun,
denn da würde ich gerne erst mal fragen, ob es Bedenken einzelner Leute gibt, was ich auch verstehen könnte. Denn es handelt sich ja um etwas, was nicht ganz unkritisch ist, auch sicherheitstechnisch. Gibt es da Wünsche, Ideen, Äußerungen? Okay, wer ist der Meinung, dass wir diese Diskussion über die Einsetzung oder über die Wahl einer Stellvertreterin oder eines Stellvertreters nicht öffentlich machen müssen? Also auch schon in Hinblick auf, dass Leute dann eventuell nicht kandidieren wollen. Also wer ist der Meinung, dass wir diese Wahl nicht öffentlich durchführen können? Können, tun wir das, wollen wir das? Ja? Das ist die Frage. Das ist die Frage nicht. Ja, also in gut, dann gehe ich davon aus, dass wir das Ganze weiterhin öffentlich behandeln können. Denn es wird ja auch entsprechend in der Presse vermeldet und es wird ja auch in den Protokollen stehen. Wer stellt sich denn zur Kandidatur für die Stellvertreterposition des wahrscheinlich wichtigsten parlamentarischen Untersuchungsausschusses des Landes NRW in dieser Legislaturperiode? Oder schlägt jemand vor? Oder schlägt jemand anders vor? Zack, da bin ich nämlich dabei. Dann Sekunde, dann mache ich mal schnell die Rednerliste voll. Vielen Dank. Dann habe ich hier eine Meldung von Daniel von Toso. Habe ich jemanden übersehen? Moni? Daniel? Ja, ich bin ja quasi schon letzte Woche auch von Birgit vorgeschlagen worden. Wir haben da auch durchaus schon mal drüber gesprochen. Ich stehe dafür zur Verfügung. Ich würde mich freuen, das machen zu können und würde mich demzufolge über eure Unterstützung freuen. Vielen Dank. Dann war Thorsten, der aber zurückgezogen hat. Moni. Ja, danke. Ich würde gerne auch den Dirk dafür vorschlagen wollen. Vielen Dank, Moni. Ich selber wollte auch jemanden vorschlagen. Ich setze mich mal gerade kurz selber auf die Rednerliste. Ich wollte nämlich dann ganz gerne noch den Danebord vorschlagen, falls er nichts dagegen hätte. Ich habe nichts dagegen. Ich habe da ein bisschen Zeitproblem. Das ist halt wird ein sehr arbeitsaufwendiger Ausschuss werden, auch für die Stellvertretung. Die muss da voll mit rein, das schätze ich jedenfalls so ein. Da sehe ich bei mir wegen des ziemlich großen Aufgabenfeldes, was ich sowieso schon habe, jetzt ein bisschen Schwierigkeiten. Ich würde, ich weiß nicht, was mit Daniel Schwert ist, der ist heute nicht da. Der war gerade hier, deswegen weiß ich nicht, wo der ist. Ja, die Frage ist, weil er eben auch Kölner ist und an dem Thema sicher interessiert ist, sehe ich den eigentlich auch mit als Kandidaten, als möglichen Stellvertreter. Den würde ich damit auch gerne vorschlagen. Vielleicht möchte jemand dann mal gucken. Nee. Okay. Ja, in Abwesenheit geht schlecht. Ich sehe das als ziemlich problematisch an. Vielleicht können wir schon mal parallel, also jemand holt ihn offensichtlich. Dietmar habe ich auf der Liste. Ich möchte weder jemanden vorschlagen, und schon gar nicht mich oder was, noch möchte ich jemanden befürworten. Ich möchte nur auf eines hinweisen. Und nämlich darauf, dass in einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss oder ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss niemals, es sei denn, man heißt Ströbele, geeignet sein wird, Ergebnisse, Beratungen und dergleichen in irgendeiner Form pressetechnisch aufzuarbeiten oder gar zu verarbeiten, mit Ausnahme öffentlicher Sitzungen, und das in der Regel die Vernehmung von Zeugen. Das wird wahrscheinlich, meine Vermutung, im Falle des purer NSU auch häufiger nicht der Fall sein, das heißt nicht öffentlich, weil nämlich die Zeugen, die da geladen werden,
aller Voraussicht nach ohnehin unter Aussagebeschränkungen nur aussagen dürfen, falls überhaupt was aussagen werden. Und von daher bitte ich auch bei der eigenen Bewerbung hier oder im Vorschlag zu berücksichtigen, dass das kein Feld sein wird, um sich in irgendeiner Form zu produzieren oder auch die Presseabteilung oder unsere Presseabteilung da maßgeblich zu involvieren. Da möchte ich einfach nur der Vorsicht halber einmal darauf hingewiesen haben. Vielen Dank für diese äußerst sachdienlichen, wichtigen Hinweise. Gleiches kenne ich ja auch aus dem PUA BLB. Vielen Dank, Herr Kollege. Gibt es weitere Vorschläge? Dirk, ich habe noch gar keine Resonanz von dir. Ja, ich bedanke mich für den Vorschlag von Moni. Kommt überraschend, aber ich kann mir das sehr gut vorstellen. Nein, also jetzt für mich kommt es überraschend, hätte ich es nicht erwartet, aber ich kann es mir durchaus vorstellen, definitiv. Ja, also thematisch passt das und ich denke, so rein ermittlungstechnisch geht das auch. Ja, würde mir auch bestimmt Spaß machen. Ich habe mal gerade schnell den Daniel Schwert mit auf die Liste gesetzt. Daniel, der Danebot schlägt netterweise vor, ob du nicht die Stellvertretung im PUA NSU machen möchtest. Von daher kann ich dir auch gerne das Wort geben. Bitte kurz im Stream. Bitte. Ja, würde ich tun. Danke. Dankeschön. Gibt es weitere Kandidaten? Okay, dann stellen wir die Namen vielleicht mal kurz zusammen. Wir haben zwei Möglichkeiten. Vielleicht hat ja jemand einen Wunsch oder eine Empfehlung. Wir können jetzt eine geheime Wahl machen, wir können aber auch öffentlich abstimmen. Jetzt sehe ich gerade Kopf schütteln. Ich würde gerne geheim wählen. Deswegen wollte ich dann nämlich vorschlagen, dass wir heute die Pause etwas vorziehen in der Sache, weil dann würde ich nämlich Wahlzettel vorbereiten lassen, eine Urne und einen Wahlhelfer organisieren und dann machen wir das eben. Ja. Gibt es da Einwände? Dietmar, bitte. Das weiß ich nicht, ob du da. Aber ich denke mal, dass. Nein, ich bin mir relativ sicher, dass die Mitglieder des Untersuchungsausschusses durchaus auch, wenn auch verdeckt, meistens ist das ja verdeckt, unter verfassungsschutzrechtlicher oder Verfassungsschutzbeobachtung stehen wird, sei es zum Schutz oder aus anderen Gründen. Ne? Gut, dann wollte ich jetzt vorschlagen, machen wir bis 11.30 Uhr Pause und ich mache derweil ein paar Wahlzettel. Bis gleich, Stream. Also, ich habe hier die Wahlzettel, den Wahlvorschlag der Piratenfraktion für das stellvertretende Mitglied des NSU-Untersuchungsausschusses. Heutiges Datum, erster Wahlgang. Auf dem Zettel stehen Daniel Düngel, Dirk Schatz, Daniel Schwert. Schön alphabetische Reihenfolge, ich zeige es einmal rum. Und ich habe, wenn niemand etwas dagegen hat, hier einen netten Helfer und eine Urne. Vielleicht möchtest du einmal kurz die Urne zeigen. Sie ist leer. Ich würde sagen, dann verteile ich mal gerade die Wahlvorschlagszettel an die anwesenden Abgeordneten.
durch die Blume zurückgezogen. Ja, aber das ist okay so. Ich habe das so gewertet. Ich hatte so. Wenn ihr möchtet, könnt ihr euch hier in die provisorische Wahlkabine verziehen oder am Tisch das machen. Also die Kamera bitte einmal möglichst irgendwie gen Himmel. Vielen Dank. Dann ist jetzt der Wahlgang. Bitte. Es ist Approval im Übrigen. Bitte, ganz wichtig. Und zweimal falten, damit es in die Box reinpasst. Und das Ganze. Und hiermit ist der Wahlgang eröffnet. Siebenmal falten ist wieder gültig. Ich weiß. Ich bin nur so nett. Ich habe ihn unterwegs, ich habe gesagt, wo bleib? Also nach dem Motto, komm bitte mit. Ich habe ihm Bescheid gegeben. Wo war der denn? Er war in einem der Büros oben. Das ist er nicht. Nee. Das ist er nicht. So, von allen anwesenden Abgeordneten haben alle ihre Stimmzettel abgegeben. Dann schließe ich jetzt den Wahlgang und vernichte die übrigen Zettel. Genau, ich habe selber vergessen. Nein, ich habe abgegeben, richtig. Vielleicht möchte mir jemand helfen. Ja. Also wir haben hier die Reihenfolge. Alphabetisch kannst du ja eben hier. Also DS, Mist. Daniel S. Falsche Reihenfolge. Okay. Also erstes Schatz. Zweites für Schatz. Vorsicht, das Mikro ist an. Einmal Schatz. Noch einmal Schatz. Verzeihung. Danke. Einmal Dünge. Ich verweise auf den APT. Ja, vielen Dank. Noch einmal Dünge. Ja, jetzt haben wir gesehen. Ah, schade. Ich habe zwei weggeschmissen. Ja. Komm mal. Okay. Einmal Approval. Ja, ist drei, gültig. Ne? Ja. Drei. Ja, würde ich sagen. Ja.
So, nach einer kleinen Korrektur mittlerweile, auf die mich Simone hingewiesen hat, haben wir ein Ergebnis. Wir haben ein Ergebnis. Wir haben Daniel Schwert mit 4 Stimmen, Daniel Düngel mit 5 Stimmen und gewählt ist Dirk Schatz mit 9 Stimmen. Vielen Dank, liebes Gremium. Kurz das Formelle. Dirk, nimmst du die Wahl zum stellvertretenden Mitglied des parlamentarischen, noch einzusetzenden parlamentarischen Untersuchungsausschusses an? Ja, nehme ich an. Vielen Dank. Die Ergebnisse kommen in einen Umschlag und kommt wie immer in den Giftschrank bis zum Ende der Legislaturperiode. So, damit wären wir durch mit Top 5. Als nächstes haben wir Top 6, wurde von Dietmar beantragt. Ich bereite mal gerade den Timer vor. Ja, du hattest das mal, das war von der letzten Sitzung, also zwischen den Tagen, du kannst es auch gerne schieben. Okay, wunderbar, können wir also das Thema schieben. Kommen wir zu Top 7. Da haben wir Köln, die Hooligans, die haben wir sehr ausführlich behandelt. Und dann hätte ich... Oh, sehr gerne, Daniel. Es kommt noch ein Antrag rein, den die CDU uns vor einer halben Stunde ungefähr geschickt hat. Und mit der Frage, ob wir damit draufgehen wollen, das würde ich gerne tun. Da ist auch eine Änderung, ne, da müssten wir gegebenenfalls, Linus wollte den rumschicken, sobald wir den haben, noch kurzfristig einen Beschluss machen. Ob wir das dann, sobald das kommt, dazwischen schieben können. Ich denke, das ist natürlich jederzeit möglich. Also zur Not machen wir da auch einen späteren nicht öffentlichen Teil wieder öffentlich, wenn es sein muss. Also ich bin da ganz entspannt. Eigentlich wollte jetzt Moni von der OER-Konferenz berichten. Dann müssen wir das leider auch so lange zurückstellen. Top 8 wäre, hatte ich mit auf der Tagesordnung Verfassungskommission. Vielleicht möchtet ihr kurz berichten auch über zum Beispiel eine mögliche Tour. Toso. Ja, mehrere Dinge. Wir sind im Moment ja gerade dabei, die Tour da weiter zu planen. Wir haben jetzt eine Veranstaltung in Gronau, das ist sehr gut gelaufen. Weitere Veranstaltungen sind geplant für Aachen und Münster. Wir sind mit den Kölnern jetzt im Gespräch. Jeder Kreis oder jede Stadt, wo die Piraten uns gerne diese Veranstaltung machen lassen würden und uns da einladen, würden wir diese Veranstaltung gerne machen. Die ist natürlich auch immer öffentlich. Wir berichten da über den Stand der Verfassungskommission. Wir haben gerade das Thema Partizipation, also wirklich Mitmachen in der Verfassung, abgehandelt und können da sehr gut drüber berichten. Es geht zum Beispiel ums Wahlalter, um Volksbegehren, Volksinitiativen, solche Dinge. Das ist durchaus was auch vor Ort extrem interessant ist. Der nächste Top ist übrigens der Top, glaube ich, Schuldenbremse. Da wäre es auch gut, ein bisschen Input noch zu kriegen von den Fachmenschen. Aber das kommt erst im nächsten Jahr, also im Frühjahr zum Ziehen. Von daher bitte nochmal an alle Fraktionäre, dass sie sich nochmal das Tableau anschauen. Die Verfassungskommission ist eine Querschnittsaufgabe. Wenn ihr eure Themen da seht, bringt euch da bitte ein. Ich kann nicht immer einzeln auf alle zugehen, das klappt nicht. Also hinterher nicht jaulen. Wir bringen hier regelmäßig den Bericht der Verfassungskommission ein und regelmäßig fordere ich dazu auf, zu gucken. Jetzt der Hinweis, weil das der nächste Punkt ist, halt Schuldenbremse. Da wird es jetzt Gutachten geben. Sobald die da sind, leite ich die an die Experten weiter. Und also es wird 2 Gutachten geben. War richtig, ne? Sind noch nicht da. Und dann kann es da weitergehen. Also alles zeitlich völlig unkritisch, alles im planerischen Lauf, ne? Alles schick.
Gut, ich habe, glaube ich, Dietmar, war das eine Wortmeldung gerade? Wegen einer Rückfrage eventuell? Zeitlich ist das ja nicht fixierbar. Das kann ja 2 Monate oder 5 Monate dauern, bis die... Nee? Gibt es da eine zeitliche Vorgabe? Okay, das wären ja 5 Monate ungefähr, ab Gutachtenauftrag. Simone? So an dem Stand, dass ich meine Füße stillhalten soll, hat sich ja weiter nichts geändert. Ne? Da würdest du ja dann entsprechende Signale, oder ich lese es in der Presse. Ich kriege das auch mit. Okay, schade. Gut, habe ich eine Wortmeldung für die Verfassungskommission jetzt gerade übersehen? Vielen Dank für den kurzen Zwischenstand und die Hinweise. Dann würde ich ganz gerne Moni die Möglichkeit geben, von der OER-Konferenz zu berichten. Ja, ich fasse mich auch kurz. Diese ganze OER-Geschichte läuft ja schon seit längerem im Rahmen von Digitale Agenda. Einige wissen vielleicht, dass es eine große OER-Konferenz in Berlin gegeben hat, bei der einige hier aus dem AK Bildung waren, aber auch der Matthias Bock hat da einen Redeslot gehalten. Eine ähnliche Veranstaltung hat dann am letzten Samstag nochmal hier in Köln stattgefunden und es hat sehr deutlich gezeigt, dass das Interesse an dem Thema riesengroß ist. Es waren irgendwie 130 Leute da, sehr viele Lehrer. Es waren aber auch von der Stadt Köln, von der Stadtverwaltung Leute da. Und die Kommunen fangen tatsächlich an, sich für das Thema zu interessieren und zu gucken, was sie da tun und machen können. Wir werden das Thema hier weiter im Landtag behandeln. Wir werden einen Haushaltsänderungsantrag dazu schreiben und die Landesregierung auffordern, da eine Anschubfinanzierung zu machen, die die Möglichkeit gibt, sage ich mal, da weiter voranzukommen. Wir haben mit Professor von der Uni Essen gesprochen, der an dem Thema dran ist, mit dem wir über Möglichkeiten reden, ob man vielleicht so ein Schulbuch herstellen kann, wie man das wissenschaftlich begleiten kann. Da sind wir im Gespräch und ich glaube, dass das ein Thema ist, das sicherlich noch an Bedeutung gewinnen wird, weil die SPD auf Bundestagsebene sich auch dafür interessiert und durchaus gewillt ist, da Initiativen zu ergreifen. Ich hoffe, dass wir hier in NRW vielleicht ein Stück weit davon profitieren können. Ich weiß nicht, inwieweit ihr in dem Thema drin seid, einige vielleicht schon, hier Joachim oder Oliver vielleicht auch, weil es ja auch die Unis betrifft. Wir werden das halt im Schulbereich für die Schulen weiter vorantreiben und es war interessant von der Aufmerksamkeit. Die Schulbuchverlage sind natürlich jetzt recht aufmerksam geworden, haben ziemlich große Ohren bekommen, weil sie sich, denke ich, schon in ihrer Existenz so ein bisschen bedroht fühlen. Der Herr Klett war am Samstag da und berichtete aus Polen und aus, ich lasse mich nicht lügen, Tschechien, glaube ich. Und da ist es offensichtlich so, dass die Schulbuchverlage tatsächlich kaum noch eine Möglichkeit haben, eigene Dinge dort an den Mann zu bringen, was aber eher politische Gründe hat, als dass es darum geht, dass sie nichts mehr verkaufen könnten. Also dahinter steht so ein bisschen die Gefahr, dass wenn man OER tatsächlich von öffentlicher Hand produzieren lässt, besteht die Gefahr, dass man das einfach politisch nutzt, also dass man diese Vielfalt an Verlagen und Angeboten auflöst. So ist das offensichtlich in anderen Ländern passiert. Glaube ich hier nicht, weil wir ein föderalistisches System haben. Also ich sehe die Gefahr hier nicht, aber von den Schulbuchverlagen wird das halt viel als Argument angeführt. Ich würde euch gerne einladen, wenn ihr Interesse an dem Thema habt, am Mittwochabend ab 20 Uhr im Mumble mitzudiskutieren. Da wird es eine Podiumsdiskussion dazu geben von der AG Tellerrand. Das ist dieser erweiterte AK-Bildung, der nicht nur auf Bundesebene agiert, sondern inzwischen sind auch Leute aus anderen Ländern da drin, aus Spanien und Frankreich zum Beispiel. Und das ist ein ganz spannendes Thema und wir freuen uns über jeden, der Lust hat, da mitzutun, mitzudiskutieren und Input zu geben. 20 Uhr. Vielen Dank, Moni. Auf jeden Fall auch ein sehr breiter Bereich, den wir ja auch noch locker die ganzen Jahre über hier weiter bearbeiten können. Olli,
ohne das Thema jetzt breit zu treten, für die Sache, dass für diese Argumentation der Schulbuchverlage gibt es natürlich eine schöne, einfache Gegenfrage, nämlich wie es mit Schulbüchern ist für Nischenfächer, wie die gut die sich absetzen lassen sozusagen. Ich weiß, es gibt natürlich Schulbücher auch für zum Beispiel Erdkunde oder auch Physik oder sowas in bestimmten Stufen, aber die werden von den Schulen nicht mehr gekauft, weil sie eben das Geld brauchen für die anderen Fächer. Und gerade da bietet sich sowas an. Ansonsten wollte ich das Thema ein bisschen kapern und sagen, dass ein verwandtes Thema am Mittwoch hier im Landtag stattfindet, nämlich unsere große Anhörung zu unserem Antrag Open Access, was ja praktisch ein Uni-Gegenstück im Prinzip ist, nämlich die Tatsache, dass Wissenschaftler einfach und unkompliziert und ohne große eigene Kosten publizieren können sollen und auch ihre Sachen wieder lesen können sollen. Das haben wir am Mittwoch hier im Landtag und es wird auch gestreamt. Lieber Stream. 13:30 Uhr. Okay, danke auch nochmal, Olli, für den Hinweis. Dann sind wir mit dem kleinen Rücksprung von Top 7 auch durch. Top 8 Verfassungskommission hatten wir gerade. Top 9 noch von letzter Woche, Open Antrag und Tracker. Kurzer Einwurf von mir im Bereich Open Antrag. Ich überlege halt, dass wir vielleicht sowas einführen wie auch openpetition.de das hat, das ist den Trollturm. Die, ja, wie soll ich sagen, eventuell peinlichsten Ideen, wie man sie auch teilweise aus dem Petitionsbereich kennt, ja, sozusagen dahin zu verbannen, denn es sind ja doch immer wieder gerne die gleichen Leute, die immer wieder dieselben wirklich nicht so sinnvollen Anfragen stellen. Das Thema kam von Daniel Düngel, von daher würde ich das gerne direkt übergeben. Und es geht um Open Antrag und Tracker. Moni. Ich danke dir, dass du das gesagt hast. Ich hätte aber gerne trotzdem, also wir haben jetzt die letzten Tage, dadurch, dass so viele auch aufgelaufen waren, ist uns das wahrscheinlich auch noch viel mehr aufgefallen, dass einige dieser Anträge, also wir haben, glaube ich, 6 oder 7 bei mir identifiziert, die vom Sprachstil definitiv von der gleichen Person kommen, die von der anderen Seite immer auf das gleiche Thema schießen, wo wir aber sagen, das ist irgendwie unsinnig, da was zu machen. Ich hätte gerne mal vielleicht, dass wir gemeinsam sagen, ignorieren wir die einfach oder gebe ich da 20 Antworten und setze da ständig wieder Leute hin, die da was zu schreiben. Also ich weiß da manchmal gar nicht mit umzugehen. Dann, ne? Da schreibt man, das ist hier so und so, das ist gar nicht Aufgabe der Landesregierung. Dann kommt wieder, ja aber. Und ja, irgendwann verliert man ja dann auch so ein bisschen den Spaß an der Sache, sage ich mal ganz vorsichtig. Und da hätte ich gerne so gewusst, wie ihr damit umgeht oder ob wir da vielleicht so ein bisschen einheitlich was finden, wo wir sagen, warum lachst du? Sag. Also ich habe meine letzte richtig heftige Trollanfrage an Björn gegeben, deswegen muss ich gerade ein bisschen schmunzeln. Und der Björn hat eine sehr nette Antwort geschrieben, ja. Die kann man nachlesen. Dietmar. Ich erinnere mich, dass als wir noch alle funktionierenden Arbeitskreise hatten, die Anträge teilweise dort kurz angesprochen wurden. Das ist natürlich ein bisschen eingeschlafen. Ich denke, dass jeder in seiner fachlichen Verantwortung und allumfassenden Übersicht da eine Entscheidung mit seinen Referenten, was auch immer, treffen wird. Und ich denke dann auch, dass es ausreichend sein wird, an Nicole, die das ja betreut, die Mitteilung zu richten, dass die Fraktion nicht gedenkt, das in irgendeiner Form zu übernehmen, daraus keinen Antrag zu machen oder was auch immer. Und dann wird das in diesem Open-Antrag-Tool vermerkt und dann ist das Thema zunächst mal erledigt. Und wenn diese Person dann trollt da, die dann diese Antragsvorschlag, Idee oder was immer einbringt, dann wird man das wahrscheinlich ignorieren, denke ich mal. Oder wir speichern die IP und verfolgen das. Oder wir speichern die IP und verfolgen das, genau. Ja,
Also die Ironie war, denke ich mal, eindeutig zu verstehen. Ich hatte mich jetzt selber auch kurz auf die Liste gesetzt, kurz aus meiner Erfahrung noch aus dem Petitionsausschuss. Stets wiederkehrende, identische Forderungen, Ideen, die absolut utopisch und illusorisch sind, wird irgendwann ist dann der Punkt erreicht, wo man halt dann auch mehr oder weniger höflich formuliert, dass zukünftig diese Eingabe nicht mehr zu behandeln ist. Denn sie führt eindeutig oder ist nicht zielführend. Michel. Ja, das wäre eine Möglichkeit, dass man tatsächlich, ich sag mal, so eine Art Standardformulierung, dass wir uns so eine Art Standardformulierung ausdenken, die wir dann schreiben, wenn zu einem Thema, sagen wir mal, wenn das Thema abgefrühstückt ist. Also ich nehme mal irgendein Beispiel, was weiß ich, Transparenz von Nebeneinkünften haben wir jetzt behandelt. Wenn jetzt einer kommt und sagt, aber die Nebeneinkünfte müssen transparenter werden, dann müsste ich eben so einen Standardtext schreiben wie, also zu dem Thema haben wir eine Initiative und wir haben da schon was erreicht und wir haben nicht vor, oder es ist nicht in der Planung, das in den nächsten 2 Jahren noch zu behandeln oder irgendwie sowas. Ne? Oder irgendwie auch später schieben. Was es natürlich auch gibt, sind wirklich Sachen, wo man sagt, das ist einfach nicht unser, das ist einfach nicht unsere politische Zielrichtung. Das habe ich auch schon im Open-Antrag gesehen, wo auch einfach die Antwort dann sein muss, sorry, aber falsche Partei, frag wen anders. Und sicherlich, also bei den Petitionen ist das so, da werden Petitionen zu sogenannten Folgepetitionen, die dann einfach, wo man sagt, ja, das ist dasselbe Thema und dann kriegen auch teilweise mehrere Leute, wenn es um dasselbe Thema geht, einfach dieselbe Antwort. Das ist dann ein Text, den man sich einmal ausdenkt und einfach immer per Copy and Paste an die Leute verschickt, weil Petitionen sich erledigt haben oder was auch immer. Also vielleicht können wir da, ich weiß, das ist schwierig, aber über so eine Art Pool von so Standardtexten nachdenken, wo man ganz klar die Fälle auflistet und in dem Fall kriegen die Leute eben automatisch sofort die Antwort. Gut, ich sehe keine... Oh, okay, dann Daniel und dann Toso. Ja, ich wollte nur das, also dieses Teilthema jetzt letzten Endes nicht sprengen. Meine ursprüngliche Frage und die Beantragung dieses Tops ging ja auch in Bezug auf die grundsätzliche Organisation, wenngleich ich das wichtig finde, was Moni ja angesprochen hat. Wir haben, oder Björn hatte ja seinerzeit auf die Mailingliste einen Auszug gepackt aus 2 Protokollen hier aus den Fraktionssitzungen. Und ich würde eigentlich ganz gern wissen, wie da der Stand der Dinge auch letzten Endes ist, also außerhalb dieses Tableaus-Workflow. Wir hatten ja jetzt auch die Situation, dass da was liegen geblieben ist. Mich interessiert einfach nur, ob das aufgegriffen ist, dass das halt nicht mehr vorkommt, dann ist das Thema für mich an der Stelle letzten Endes durch. Eine zweite Frage, das hat, weiß ich nicht, vielleicht auch mit Open Antrag, ja, hat auch mit Open Antrag zu tun, hat aber auch mit dem Anfragen-Tracker an sich zu tun. Ich hatte jetzt die Situation, dass ich gerne ein Ticket weitergeleitet hätte an ein anderes Büro. Das geht nicht, weil ich darauf die anderen Büros dann keinen Zugriff habe. Also das ging zumindest bei einer entsprechenden Anfrage nicht. Die hätte ich dann nämlich gerne Olaf zugeordnet. Müssten wir vielleicht mal aufgreifen, ob das irgendwie, das wird ja technisch machbar sein. Tu so. Dankeschön. Ich muss jetzt leider springen. Einmal zurück zu dem Top, den Moni aufgebracht hat. Sind das denn irgendwie Unsummen an Anfragen? Oder, also soweit ich weiß, habe ich, weiß ich nicht, ungefähr 2 Dutzend bis jetzt gekriegt. Da waren auch durchaus ein paar dabei, die waren halt eventuell nicht ganz so ausgereift, vorsichtig formuliert, oder auch durchaus redundant. Gleichwohl sind 2 Dutzend in einem guten Jahr oder was wir das haben, handelbar. Also solange wie das nicht in Hunderte ausartet, denke ich, können wir das durchaus auch einzeln beantworten. Daniel, können wir uns vielleicht heute, ich weiß nicht, wie es bei dir zeitlich aussieht, mal kurz zusammensetzen, dass wir gemeinsam... okay. Denn ich habe oben auch noch eine Übersicht mal schnell angefertigt, wo noch auch Tickets, sage ich mal, ein bisschen offen sind oder aufgelaufen sind, dass wir da mal gucken,
dass wir das intern noch ein bisschen besser verteilt kriegen. Aber da ging es jetzt um technisches Problem. Und das war das eine. Und das technische Problem, da frage ich auf jeden Fall direkt nochmal nach. Heute ist ja auch wieder 14 Uhr die IT-Runde. Da kommt das dann eben schnell mit drauf, weil eigentlich sollte das geklappt haben. Verwundert mich jetzt etwas, frage ich direkt nach. So, dann sehe ich jetzt keine weiteren Wortmeldungen zu dem Thema. Das heißt, wir kommen. Schnell wiederholen. Entschuldigung, das war jetzt. Ich war jetzt gerade ein bisschen okay. Also bei mir waren das jetzt, weiß ich nicht, ne, etwas mehr als über 20, die jetzt gekommen sind aufgrund dieser Verzögerung. Logischerweise muss ich sagen, ich hatte in den letzten Monaten keine. Muss ich jetzt nicht erklären, warum. Ich denke, das Problem ist ja jetzt auch gelöst. Habt ihr jetzt auch sichergestellt, dass das, also gibt es jetzt einen Workflow, dass das nicht wieder passieren kann? Also das war ja auch deine Frage nochmal, Daniel, die ich jetzt auch gerne beantwortet. Nochmal, jetzt ist der Grampi ist aber so ein bisschen abgelenkt. Ja, weil wir hatten ja jetzt diese. Wie sieht der denn aus? Ja, aber jetzt? Es gibt diesen Workflow und wir haben da die Nicole, die Nadja kümmern sich darum, dass das läuft und verteilen die Tickets entsprechend. Gut, ich hoffe, alle Fragen beantwortet. Dann kommen wir zum nächsten Top. Das ist Top 10 Sonstiges. Und da als erster Punkt bei Sonstiges der Tag der politischen Arbeit. Da wollte Moni, glaube ich, noch ein bisschen was erfragen und in die Wege leiten. Genau so ist das. Also ich habe hier die Mail von Patrick, wo er halt nochmal einlädt für das Wochenende, ich sage jetzt mal zum TDPA. Das ist ja jetzt auch der Punkt und nicht halt der A-LPT. Und zwar schreibt er, dass es Debatten als Podiumsdiskussion geben soll, dazu soll es Moderatoren geben und jede Diskussionsrunde soll aus 6 Teilnehmern bestehen. Davon stellt der LAFO eine, die Landtagsfraktion 2 und die Basis 3 Personen, sodass wir jeweils 6 Personen zu Themen diskutieren sollen. Natürlich soll halt das Plenum mitbeteiligt werden, Statements abgeben können, Fragen stellen können. In der Mammelsitzung haben wir halt nur gesagt, dass wir es toll fänden, einfach mal eine andere Form der Diskussion zu versuchen. Nicht immer, wir haben da so eine lange Schlange stehen, sondern wir haben vielleicht auch Leute, die sich mal eine Stunde auf so ein Thema vorbereitet haben und man hört sich das vielleicht auch erstmal an, bevor man sich eine Meinung bildet und kann dann in die Diskussion mit reingehen. Das hat keinen Anspruch darauf, dass es funktioniert, aber wenn wir nie was anderes versuchen, haben wir auch keine Chance, mal was besser zu machen. Wir wollen das nachher auswerten und gegebenenfalls ändern oder verbessern. Die Themen auf dem Podium sind einmal das, was in der Klausur, sage ich mal, nicht zu Ende bearbeitet wurde. Das ist das Thema hier, unser Image. Was für ein Image hatten wir, haben wir, wo wollen wir hin? Wollen wir überhaupt ein gemeinsames Image? Dafür bräuchten wir 2 Leute. Das zweite Thema ist, wie können wir die Schwerpunktthemen für... Möchtest du erst was sagen oder soll ich erst die Themen nennen? Wie können wir die Schwerpunktthemen für Kampagnen bis 2017, die Fraktion und LAFO gemeinsam... Achso, wie können wir die mit Ideen und Leben füllen? Also wir haben Themen festgelegt und es geht darum... Wie können wir jetzt damit umgehen, was für Aktionen können wir machen, wie können wir das umsetzen. Der dritte Punkt ist Partizipationsmodelle im Landesverband, also das ist ja auch über Mailinglisten die letzten Tage verstärkt gekommen, Basisdemokratie, Delegation, BO, SMV, das ist ein Thema. Das vierte Thema ist, wie verbessern wir die Zusammenarbeit zwischen Fraktionen, Landesvorstand und Basis. Da gab es an irgendeiner Stelle im PET auch den Hinweis, dass dann alle aus der Fraktion, die da sind in Kleve, also auch mit auch nach vorne auf die Bühne kommen sollen. Das steht aber in dieser Mail jetzt nicht drin, sodass ich euch nicht sagen kann, ob das noch Bestand hat und was da genau geplant ist. Ich würde an der Stelle am liebsten zumindest für die ersten 3 Themen Image, Kampagne 2017, wie können wir unsere Themen mit Leben füllen und Partizipationsmodelle, Delegation, Basisdemokratie. Da müssten wir uns jeweils bitte auf 2 Leute einigen, die an dieser Podiumsdiskussion teilnehmen möchten, sodass ich die im Vorfeld oder dass wir die dann auch bekannt geben würden und die Leute, die das dann heute wissen, haben dann ja auch zumindest eine Chance, sich da so ein kleines bisschen mit zu beschäftigen. So, Olli, du hattest dich gemeldet. Ja, ich wollte ein bisschen...
Ah, okay, alles klar. Michel. Ja, ich habe die Mail von Paki auch bekommen. Ich habe sie... Ja, okay. Ich weiß nicht, an wen er geschickt hat. Ich habe es mir nicht angeguckt. NRW-Info. Jeder, der die NRW-Info hat, also nicht alle von uns, hat die Mail bekommen. Ich war mir unsicher, wie ich darauf antworten soll. Ich würde natürlich gerne bei dem Thema, ich habe ja schon mitdiskutiert, bei dem Thema Partizipation im Landesverband mitdiskutieren und würde mich für das Thema tatsächlich am meisten interessieren. Ansonsten Kampagne auch, aber wie gesagt, ich würde mich melden, wenn es diese Liste jetzt, wenn diese Liste von dir jetzt aufgestellt wird. So habe ich das verstanden. Zu diesem Thema. Oliver, es sei denn, du wolltest dich jetzt auch für einen Spezialisten machen. Nee, nicht speziell. Ich wollte ein bisschen sensibilisieren, dass ja eine Podiumsdiskussion kennen wir ja oft, weil wir auf dem Podium sitzen mit anderen Parteien, dass eine Podiumsdiskussion jetzt natürlich keine Brainstorming- oder Erarbeitungsmethode ist, sondern eine Präsentationsmethode. Das heißt, eine Podiumsdiskussion eignet sich methodisch dafür, dass Leute, die da oben sitzen, sagen, was sie vorbereitet haben. Und nicht dazu unbedingt was zu erarbeiten. Man kriegt vielleicht Feedback, aber jeder kennt das, eine Podiumsdiskussion. Wenn man mit Fragen in eine Podiumsdiskussion geht, ist man als Zuschauer immer unbefriedigt, weil nicht alles behandelt werden kann. Und ich wollte sensibilisieren dazu, dass man, wenn man da hingeht auf das Podium, wirklich was vorbereiten muss, weil es ist kein Fishbowl, wo man so eine Brainstorming-Sache hat, sondern es ist was, wo man praktisch oben was präsentiert. Das ist mir wichtig an dieser Stelle zu sagen. Ansonsten hätte ich die Frage auch gehabt, was denn jetzt mit Punkt 4 ist und alle. Weil dann müssten wir auch alle was vorbereiten und uns vielleicht verständigen, was wir da tun und nicht wild durcheinander reden. Die zweite Sache ist, ich würde gerne, bevor wir vielleicht durchgehen, wer daran teilnimmt, kurz wissen, wer überhaupt alles da ist, damit wir sozusagen die Menge haben. Wenn zum Beispiel nachher wir sehen, oh, es sind genau 8 Leute vor Ort. Kann ja dann gleich im Vorfeld abgefragt werden, dann ist jetzt der Ingo dran. Der Michel hatte mir gesagt, er hat sich gemeldet. Okay. Der hat aber auch gesagt, dass er zurückgezogen hat. Dann Joachim und dann Moni und dann können wir ja mal die Umfrage starten. Ja, der Olli hat das gerade sehr richtig gesagt, dass eine Podiumsdiskussion eher eine Präsentationsform ist. Aber ich finde, man kann das nach hinten raus entsprechend der Form der Matinee öffnen, indem man halt dem Plenum vorher deutlich ankündigt, wenn dort aus dem Plenum teilgenommen wird an der Diskussion, werden Anregungen kommen, dass wir die protokollieren und aufnehmen, dass man einfach an der Stelle den Sack zumacht und sagt, es ist nicht nur Präsentation, sondern das, was alles kommt aus der Partei, wird festgehalten und in einen nächsten Prozess eingespeist. Dann hat man das so ein bisschen geöffnet. Und es ist nicht eine reine Präsentation. Moni. Ich sehe das nicht ganz so, dass das eine reine Ergebnispräsentation ist. Das hängt, glaube ich, sehr von der Moderation einer solchen Podiumsdiskussion ab. Also ich persönlich glaube, würde auch lieber eine dieser Runden moderieren. Das wäre halt auch so eine Frage, ob da jemand vielleicht auch Interesse hat, das zu moderieren. Also ich denke, wenn ich an so Podiumsdiskussionen auch denke, die halt von Leuten vom WDR oder so moderiert wurden, da war das durchaus so, dass das nicht eine Ergebnispräsentation war. Ich finde es eigentlich wichtiger, dass nicht alle Leute, die da oben sitzen, die gleiche Meinung haben. Das finde ich viel schlimmer und langweiliger, wenn du nur Leute hast, die sich gegenseitig zunicken. Und also wir sollten so ein bisschen darauf achten, dass wir da Leute hinsetzen, wo das tatsächlich auch so ein bisschen kontrovers diskutiert werden kann. Darf ich jetzt abfragen oder gab es jetzt noch Wortmeldungen? Ich würde... Kurz noch dran, Michelle? Bitte. Also ich, so nach der Mail, die der Paki geschickt hat, habe ich ein bisschen das Gefühl, dass das so ablaufen könnte wie damals auf der FlauschCon. Da gab es Diskussionen in der Mitte, da haben zwei Leute diskutiert und dann nach so 20 Minuten oder was ging dann jemand mit dem Mikro rum und dann haben Leute eben offen, das war eine offene Diskussion in dem ganzen Saal. So ähnlich stelle ich es mir zumindest vor. Einfach weitermachen.
Wieso sind wir jetzt doof? Ich würde auch gerne weitermachen, aber vielleicht schaffen wir das gleich nochmal, das aufzugreifen in einem nicht öffentlichen Teil, weil ich habe jetzt gerade so ein bisschen Herzklabastern und ich kann das jetzt nicht einfach gleich so mit nach draußen nehmen. Ich habe da ein Problem mit. So, fragen wir mal eben, wer ist denn überhaupt da? Ach so, du warst noch gar, Entschuldigung. Ich beende bitte noch deinen Redebeitrag und dann... Ja, ich versuch's. Also ich... Zumindest nach der Mail stelle ich es mir so vor, lieber Olli, das war jetzt quasi eine Replik auf dich, dass das eine offenere Diskussion ist. Ich hoffe ein bisschen darauf, ich frage mich auch, warum wir nicht über andere Formen reden, aber sei es drum, ich kann mir auch gut vorstellen, dass Themen hinterher noch weiter diskutiert werden. Gerade bei dem Bereich Partizipation ist ja nicht so, dass man eine Präsentation macht und dann ist so Schluss, sondern Punkt 1, tatsächlich die Ergebnisse müssen mitgenommen werden und Punkt 2, ich glaube, dass dann die berühmten Draußendiskussionen vor der Tür bei der Zigarette und so weiter dann noch viel zielführender werden. Den Rest kriege ich jetzt. Kommen wir zurück zu der Frage, wer ist denn überhaupt da? 1, 2, 3. Ich schreibe mal eben. Ja, einige haben mir per E-Mail geantwortet. Michelle, alles klar? Dann haben wir jetzt zumindest von denen, die, Nico, von denen, die jetzt hier sind, sind wir 2, 4, 6, 8, 10 Leute. Das ist ja schon mal was. Wir gehen die Themen einfach mal durch und gucken, ob wir Leute zusammenkriegen, die da jeweils mitmachen, ja? Thema Image. Wer würde da... Alle. 1, 2, 3, 4, 5. Ich würde das jetzt gar nicht... ich würde das jetzt... Ich würde mich übrigens auch um die Moderation dort bewerben. Vielleicht lasst ihr mich einfach ausreden. Also ich würde das gerne genau so machen, wie wir das mit der Basis auch machen. Wenn es mehr Bewerbungen gibt als Zuschläge, wird das per Meinungsbild hier abgefragt, wen wir da hinschicken wollen und damit peng. Also wir stimmen einfach darüber ab und die zwei, die hier die Stimmen dafür kriegen, wir schicken euch ja als Vertreter der Fraktion, also stimmen wir das einfach ab. Das wird von denen, die sich von der Basis bewerben, um damit zu machen, genauso passieren und wüsste jetzt nicht, warum wir das anders machen sollten. Wie seht ihr das? Ich, das kann ich auch machen. Wie soll man es machen? Du hattest ja jetzt gerade gefragt, wer würde es tun? Das ist ja noch nicht jetzt die Frage, wer möchte es gerne? Also wer hat jetzt wirklich die Intention? Ja gut, wenn das die Frage, also die Frage ist ja mal, okay, wenn die Frage auch so von den Leuten beantwortet war, dass sie es gerne wollen, an dieser Podiumsdiskussion teilnehmen, hat sich es erübrigt. Ansonsten könnte man fragen, ob irgendwer von diesen Leuten aufgrund der, dass er sich auch andere gemeldet haben, zurückzieht. Das ist ja auch immer eine Möglichkeit und wird ja auch öfters mal in Anspruch genommen. Ich stelle die Frage an dieser Stelle einfach zurück. Wir fragen die anderen mal eben ab, ob sich das Problem da ähnlich ergibt. Ich glaube nämlich eigentlich nicht. Ich frage mal nach Partizipationsmodelle, Basisdemokratie, Delegation. Kai und Michelle, ihr seid die ersten beiden.
Schwerpunktthemen, Kampagnen bis 2017, wie können wir die Dinger mit Leben füllen? Aber Präferenzimage. Bist schon jetzt hierfür genommen, hat sich schon erledigt. Olli und ja. Dann haben wir dich da schon mal, dann haben wir dich da schon mal raus. Die beiden haben auch aufgezeigt, zwar nicht so hoch. Wer? Aber ja, die beiden haben so gemacht und der auch jemand so gemacht. Habe ich nicht gesehen. Muss ich jetzt gerade sagen, also ich hatte gedacht, es ging um Geschwindigkeit. Also die erste Runde war Geschwindigkeit, die Runde war höher am Ende. Also, jetzt haben wir vier, oder was? Joachim, Oliver, Olaf und wer noch? Nee, drei. Drei. Könnt ihr euch einigen oder sollen wir das du hast ja einer schon auskämpfen? Ausboxen, Schnick, Schnack, Schnuck, Turnier. Schnick, Schnack, Schnuck. Ja. Ich sage an dieser Stelle aber auch für die Leute wie zum Beispiel Joachim, es gibt keine Garantie dafür, dass das dann nicht während deines Slots stattfindet. Das wird parallel laufen. Ne? Also insofern, ich weiß nicht, wer da was kann. Ich habe da im Moment große Sorge, wer da was kann. Also dann schreibe ich jetzt Joachim und Olaf auf. Wo wir gerade über dieses Team Kampagnen sprechen. Wir haben ja extra eine Referentin Kampagnen. Ist denn gewährleistet oder hat man mit ihr schon mal gesprochen? Die könnte ja Parteibeitritt und dann Basis sein. Ja. Was? Oh, wait. Okay, also wenn Ziel ist, da über Kampagnen zu sprechen, an denen wir uns beteiligen, halte ich es für gut, dass unsere Referentin, die für Kampagnen zuständig ist, dabei ist. Ja. Gut. Dann müsste jemand mit ihr reden. Ich bin nicht für Kampagnen zuständig. Nee, ich höre mit. Ich bin dafür auch nicht zuständig, aber ich mache das gern. Ich würde dann eben auch gerne Image moderieren. Wollte der Olli auch. Ach, richtig? Komm mal rein. Dann müssen wir natürlich mit dem Landesvorstand reden. Ich kann auch. Es wird auch zwei Moderatoren geben. Es wird ein Moderator auf der Bühne gehen und einen im Saal, der halt die... Ich kann auch generell nicht anbieten, was anderes. Okay, wir fragen jetzt noch mal Punkt 1 ab. Das war halt das, was viele wollten, Image noch mal. Wer wollte sich da noch melden? Joachim ist damit ja jetzt aus der Verlosung raus. Wen haben wir jetzt noch? Gut, dann habe ich da jetzt Olaf und Dietmar noch. Quatsch, was setze ich? Lukas und Dietmar. Findet das so allgemeine Zustimmung, dann schreibe ich sie auf. Ja, ich weiß auch nicht, wie ich es noch deutlicher sagen würde, dass du eine Ausdruck gesetzt hast. So, dann frage ich jetzt noch mal eben ab, Moderation, die... Simone hatte sich für Image gemeldet. Der Punkt Schwerpunkt Kampagnen. Würdest du das machen, Olli? Ich würde mich so bewerben. Würdest du auch das andere machen, einer von euch beiden, das Thema halt Basisbeteiligung moderieren? Dann welches möchtest du? Ja, herzlichen Dank. Dann schreibe ich euch auf. Ich gebe das jetzt so an den Paki weiter und der Rest liegt dann auch nicht in meiner Verantwortung. Danke. Und dann haben wir noch Punkt 4. Ja, theoretisch noch Punkt 4 für wahrscheinlich, womöglich sind wir alle betroffen. Außerdem ist das ja am Ende der Tagesordnung, was bedeutet, dass wir dann Erfahrungen gesammelt haben an den vorherigen Tops. So, hui, kleiner Antragsrun hier heute. Da kommt gleich ein Stapel Ausdrucke, oder sind die schon? Nein, sind noch nicht da. Björn hat die Mail schon rum. Für den CDU-Antrag geht um Breitbandförderung im Bereich der NRW-Bank.
Ich würde aber jetzt die paar Sekunden warten, bis die Ausdrucke da sind, damit man parallel gucken kann. Vielleicht eben kurz dann Lukas mit dem offenen Brief, wenn du möchtest. Aber auch nur ganz kurz. Ich habe es gestern schon an alle Abgeordneten rumgeschickt. Einige von euch haben sich dazu geäußert. Ich würde gerne diesen offenen Brief nutzen als Werkzeug, um das Thema und unsere Forderung nach Offenlegung eben dieser Verträge ja, zu unterstreichen und dann halt nochmal zu verwerten. Ingo und die Pressestelle wurden da zwischenzeitlich auch ins Boot geholt. Es liegt da eine Idee, ein Vorschlag für einen Zeitplan vor. Ich würde ganz gerne einfach von euch an dieser Stelle ein kurzes Okay haben, dass ich diesen offenen Brief im Namen der Fraktion an die Öffentlichkeit senden kann. Möchtest du ein Votum von der Fraktion haben an der Stelle? Ich hätte gerne ein Votum von der Fraktion. Möchtest du es formulieren? Fürs Protokoll? Jetzt habe ich hier am Schlauch. Moment. Ein Votum der Fraktion, dass wir den offenen Brief morgen. Die Fraktion unterstützt den offenen Brief von Lukas zum Thema Warhol-Verkäufe. Veröffentlichung morgen. Veröffentlichung. Der in den Pet rumgeschickt wurde. Egal. Zeitnah. Also, Frage an die Fraktion. Unterstützt die Fraktion einen offenen Brief aus dem Bereich Kultur, den wir dann verschicken? Da bitte ich um euer Handzeichen. Nee, das war eine Meldung. Ach so. Entschuldige, dann Daniel, bitte. Ja, ich bin mir unsicher, ob wir als Parlamentarier, als MDL, als Fraktion, ob das Werkzeug eines offenen Briefs das richtige Werkzeug ist. Ich bin mir unsicher. Ja, indem du mir erklärst, warum der offene Brief das richtige Werkzeug dafür ist. Lukas, bitte. Nach Evaluation aller uns zur Verfügung stehenden Möglichkeiten hat sich dieser Weg als der einzig verbliebene herausgestellt. Wir haben politisch keine Möglichkeit, diese Forderung durchzusetzen oder zu unterstützen. Und dieser offene Brief mit gleichzeitiger Kommunikation oder medialer Begleitung durch unsere Pressestelle soll halt diesen öffentlichen Druck, der da gerade entstanden ist, auch an die NRW-Bank und Landesregierung einfach verstärken, unterstreichen. Es soll halt eben, es sollen mehr Menschen, mehr Multiplikatoren auf die Idee kommen, hey, wir wollen wirklich sehen, was in diesen Verträgen drin war. Wie sieht das Kleingedruckte aus? Ja, gibt es irgendwelche Rücktrittsklauseln? Gibt es eventuelle Strafzahlungen? Von wem wurde das angeleiert? Der Hintergrund ist wirklich, dass wir an Vertragsdetails kommen wollen, dazu möglichst öffentlichen Druck aufbauen. Politisch, das habe ich ja in meiner ursprünglichen E-Mail schon begründet, sind uns da die Hände gebunden. Also da haben, egal wen ich gefragt habe, wer dabei war, hat gesagt, da können wir halt nicht viel machen. Ja, das ist also tatsächlich eher eine symbolische Wirkung, hat aber das Potenzial, öffentlich Druck und unsere aufzubauen und unsere Forderung zu transportieren. Jetzt war gerade Dietmar ein Tacken schneller und Daniel habe ich dann auch noch. Ich hatte mich ja auf unserer Mailingliste kurz dazu geäußert und dort ein Save the Date reingeschrieben für den 30. Oktober, Kommunalausschuss. Es ist zwar ein Anhörungstermin, aber das Thema der Anhörung ist Gesetz zur Förderung und Entwicklung Kultur, der Kunst und der kulturellen Bildung in Nordrhein-Westfalen, Kulturförderungsgesetz. Es handelt sich, wie auch immer, um eine öffentliche, reguläre, nämlich die 73. Sitzung des Ausschusses für Kommunalpolitik und die 32. Sitzung des Ausschusses für Kultur und Medien. Und es steht jedenfalls in der Geschäftsordnung des Landtags nicht, dass für diese Sitzung oder für solche Sitzungen, in denen auch Anhörungen stattfinden, beispielsweise dringliche Nachfragen gestellt werden können oder auch
aktuelle Viertelstunden anberaumt werden können. Und jetzt kommt noch die Besonderheit hinzu, da die Westdeutsche Spielbanken GmbH und Co. KG hier, ich sag mal, den Stein des Anstoßes ins Rollen gebracht hat bezüglich der Warhol-Bilder-Veräußerungen, muss man wissen, dass diese Gesellschaft unter der Aufsicht des Innenministeriums bzw. des MIG steht. Von daher ist also auch hier ein direkter Bezug zwischen nämlich dem Aufsichtsorgan, sprich Innenministerium, Kommunalministerium und der Veräußerung, sprich der Versteigerungsinauftraggabe seitens Westspiel, gegeben. Von daher würde ich es befürworten, nicht diesen offenen Brief zu machen, sondern für diesen Tag des Ausschusses vorab eine dringliche Nachfrage bezüglich der Inhalte des Vertrages, der zwischen Westspiel und Christie's gemacht worden ist, dort zu stellen, in der öffentlichen Sitzung, im Plenarsaal, im Stream, vor dem Hintergrund des Umstands, dass hier das Aufsichtsministerium, nämlich das Kommunal- und Innenministerium, dazu bitte schön Auskunft erteilen möge. Von daher wäre das für meine Begriffe der parlamentarisch, weil das ja jetzt eben zur Debatte stand, ne, müssen wir das mit dem offenen Brief so machen als Fraktion, der wahrscheinlich auch medial sinnvollere Weg. Gut, dann kurz die Erinnerung an die Zeit. Ich habe jetzt Daniel, Michelle und Lukas nochmal. Mündliche Anfrage, kleine Anfrage oder halt auch Anfragen nach dem Informationsfreiheitsgesetz wären jetzt drei Möglichkeiten oder davon zwei parlamentarische, die mir halt einfallen würden. Ich bin mir, wie gesagt, nach wie vor halt unsicher. Ich finde es komisch, als Fraktion gegebenenfalls einen offenen Brief irgendwie zu schreiben. Michelle hat... Michelle, achso, Moment, nochmal, Daniel. Ja, aber die steht gut. In der Aufsicht. Dann habe ich Lukas. Ja, also das Thema bearbeiten wir nicht seit gestern. Und dieser Vertrag wurde zwischen zwei privatwirtschaftlichen tätigen Unternehmen geschlossen. Aufsicht hin und her. IFG greift da halt nicht. Nee, aber. So, ne? Das Ministerium hat nicht den Vertrag geschlossen, sondern ein quasi Unternehmen irgendwo, was dem Land zwar angegliedert ist, aber auf dritter Ebene. Ja, eine GmbH und Co. KG, welches freies Feld und freie Spielräume hat, was die Vertragsgestaltung angeht und die Verwendung ihres Inventars. Und das ist auch ja die Argumentation, es seien ja halt eben nur Deko-Gegenstände. Ne? Zu den Anfragen im Bereich Kommunales kann man machen, natürlich begleitend. Man kann auf allen Ebenen dieses Thema bearbeiten. Ich werde euch daran nicht hindern, das zu tun. Ganz im Gegenteil, ich mache da sogar mit. Man muss dazu natürlich bedenken, dass eine Dringlichkeitsanfrage nun mal eine Dringlichkeitsanfrage ist, also eine, ja, kann auch mit Ja oder Nein beantwortet werden und dann ist das Thema gegessen. Eine aktuelle Viertelstunde gab es zu diesem Thema bereits schon im Kultur- und Medienausschuss mit einem großen medialen Interesse. Wenn man das Ganze nochmal im Kommunalausschuss wiederholen möchte, dann sollte man auch nicht vergessen, dass man da auf die Zustimmung des Ausschussvorsitzenden treffen muss, weil der genehmigt das oder der genehmigt das eben nicht. Das heißt, der kann auch sagen, Moment, das war schon Thema in einer aktuellen Viertelstunde, das Ding ist nicht tagesaktuell oder wie auch immer, er kann einen Grund vorgeben und dann ist das Thema auch gegessen. Was nicht bedeutet, dass man das auch machen kann, dass man das versuchen kann. Also insbesondere die Leute, die halt im Bereich Kommunales oder halt auch HFA wesentlich tiefer sind im Thema als ich, die bitte ich oder die bitten wir, das Team, das bisher gemacht hat, da auch mitzuarbeiten. Und auch deswegen habe ich gestern auch den Referenten oder die Referenten aus diesem Bereich mit ins CC gesetzt. Wir haben da auch schon in der Vergangenheit auch uns dazu rege ausgetauscht. Also das Thema können wir als Fraktion auf allen Ebenen bearbeiten. Das hört nicht damit auf, indem wir diesen offenen Brief formulieren. Das ist halt nur ein Element. Vielen Dank, Lukas. Ich hatte mich kurz selber mit auf die Liste gesetzt. Ich finde es gut, dass wir dann nochmal überlegen, welche weiteren Spielräume wir haben oder nicht haben.
Und genau die Idee, auch die anderen Bereiche da mit reinzuholen und das auch in die anderen Ausschüsse zu tragen, finde ich eigentlich einen sehr guten Vorschlag und auch im Plenum. Wenn ihr da was vorbereitet, dann könnten wir das entsprechend beantragen. Dann habe ich Dietmar. Ja, gut. Ich meine, der offene Brief richtet sich, weil es eben offen ist, an alle, natürlich auch an alle Ministerien, an die Landesregierung. Nee, Korrektur, er hat drei Empfänger. Drei Empfänger, aber gut. Rezipienten wird es eben mehr geben, auch bei der Landesregierung. Man wird natürlich diesem, das ist sicherlich ein begleitendes Element, klar, aber ich würde doch noch mal, auch wenn du sagst, Aktuelle Stunde war ja schon im Kulturausschuss, aber ich sprach ganz bewusst den Kommunalausschuss an der Stelle an und das MIG ganz speziell, als wie es auch im Impressum der Homepage von Westspiel drinsteht, ja, Aufsicht führt das Ministerium für Inneres und Kommunales und die Aufsicht ist eine Aufsicht in jedweder Hinsicht, selbstverständlich auch, was Vertragsgestaltungen zwischen Westspiel und sonst wem darstellt, zumal eben Westspiel nicht ein rein privatwirtschaftlich orientiert agierendes Unternehmen ist, sondern nun mal als 100-prozentige Tochter der Eigentümerin NRW Bank und damit des Landes Nordrhein-Westfalen sehr wohl in einem, ich sag mal zumindest in einer Twitter- oder Grauzonenbereich öffentlichen Interesse steht. Und das öffentliche Interesse ist hier immer zu bejahen, denke ich. Von daher glaube ich, ja, offener Brief machen, aber bitte begleitend. Und ich würde mich gerne dazu bereit erklären wollen, hier an einem entsprechenden Antrag für diese Sitzung da am Donnerstag mitzuarbeiten, wenn mir die Kommunalausschussmitglieder signalisieren wollen, dass sie das mittragen können. Dirk. Nee, Toso, nee, auch nicht da. Hm. Dirk ist es ja nicht, Dirk ist innen in dem Fall. Frank und Toso sind leider momentan nicht da. Dann werde ich das separat mal klären. Michel. Doch, innen ist total richtig. Ich fasse mich kurz. Wir sollten das als Aufschlag, als Anfang eines Antrags auf Veränderung nehmen. Die Veränderung wäre eben nicht, wenn wir das jetzt wirklich nicht mehr verhindern können, offener Brief hin oder her, ist nicht darüber nachzudenken, ob weitere Deko-Gegenstände vom Westspiel verkauft werden, sondern warum Westspiel das überhaupt machen muss. Und da müssen wir uns einfach mal beschäftigen mit der Glücksspielabgabe und da müssen wir uns mal damit beschäftigen, dass ein eigentlich gewinneinfahrendes Unternehmen durch die Abgabe, die an die Landesregierung geht, da wären wir wieder im Bereich Innen, durch die Abgabe, die die Casinos an das Land zahlen, plötzlich Minus macht. Und dieses Geld, was ans Land fließt, wird ja gegenfinanziert durch die Warhol-Bilder. Das ist ja der Zusammenhang. Also weg von jeder NRW-Bank, damit Westspiel dieses Geld bezahlen kann und damit Westspiel eben nicht mehr defizitär ist, verkaufen sie jetzt diese Bilder. Und das Geld geht über die Glücksspielabgabe direkt ans Land. Und da können wir ansetzen und da können wir sagen, die Glücksspielabgabe muss gedeckelt werden oder sonst was. Und das sollte der Aufhänger dafür sein. Dann habe ich den Lukas. Direkt zu Michel, vollkommen richtig. Das habe ich ja auch, glaube ich, bei den allerersten Gesprächen bei uns intern auf der Mailingliste gesehen. Wir können als Fraktion und sollten dieses Thema Glücksspiel thematisieren. Allerdings müssen wir das jetzt losgelöst davon sehen. Ne? Wir haben jetzt etwas Konkretes aus dem Bereich der Kulturpolitik. Wenn wir das Thema Glücksspiel eben angehen sollen, dann sollen wir es machen. Dann ist natürlich der Hauptausschuss, Innenausschuss und Kommunales und weiß nicht, Finanzen, sind ganz viele Ausschüsse auch mit involviert. Aber das Thema ist, glaube ich, erstmal so ein anderes. Der neben mir, wie heißt der? Ja, der. Dietmar. So. Genau. Wir haben ursprünglich geplant, diesen Brief morgen Vormittag zu veröffentlichen. Das heißt, du kannst heute auf jeden Fall, wenn du das machen willst und wenn du Chancen siehst, wenn deiner Einschätzung nach das gut ist, das im Bereich Kommunales zu machen, heute noch diesen Antrag auf Aktuelle Viertelstunde beantragen und dann können wir schauen, ob er dem stattgegeben wird, ob der genehmigt wird. Oder nicht, ist Instrument, ob dringliche Anfrage oder Aktuelle Viertelstunde, das überlasse ich dir die Wahl.
wenn das jetzt abgelehnt werden sollte, aus welchen Gründen auch immer, dann kann man das halt immer noch in die Kommunikation rund um diesen öffentlichen Brief einfließen lassen. Ja, gut. Aber du hast den Hund dafür auch. Gut, wunderbar. Dann würde ich sagen, können wir das hier mal jetzt beenden. Wir haben 12:34 und wolltest du auch noch, weil wir haben nämlich den Antrag genau, ich weiß, Daniel. Deswegen versuche ich da gerade das Ganze etwas abzukürzen. Von daher frage ich euch jetzt also, bitte ich euch um euer Votum. Unterstützt die Fraktion den offenen Brief von Lukas zu den Warhol-Verkäufen, der zeitnah veröffentlicht werden soll? Wer das tun möchte, der hebe jetzt bitte die Hand. Dann warten wir einen Moment, bis die Namen protokolliert wurden, bitte. Wer spricht sich dagegen aus? Wer enthält sich? Könnt ihr eben kurz noch die, bis die Namen erfasst sind, die Hand sichtbar oben halten? Okay, vielen Dank. Lukas hat den Auftrag. Dann kommen wir jetzt zu dem frisch dazugekommenen neuen Antrag. Der wurde, wir sind ja alle nicht die Freunde von Tischvorlagen. Der kam jetzt sehr kurzfristig von Seiten der Fraktion der CDU und heißt Breitbandförderprogramm der NRW-Bank effizienter gestalten. Wir sind wieder bei der NRW-Bank. Daniel, wenn du ihn vorstellen möchtest. Ja, kann ich machen. Wir haben im Moment ja die Situation, dass die Förderung von Breitband in Nordrhein-Westfalen nicht so furchtbar toll geregelt ist. Die Chance, das über EFRE-Programme mit Europamitteln zu fördern, die ist ja so ein bisschen verpasst worden. Und die derzeitigen Förderprogramme, die es so gibt, sind nicht so ganz zielführend. Und wir fordern jetzt, oder die Idee, es kommt, denke ich, von der CDU ursprünglich, FDP geht auch mit drauf, ist, die Landesregierung aufzufordern, das Breitbandförderungsprogramm, was es von der NRW-Bank bereits gibt, so anzupassen, dass es ein bisschen realitätsnäher ist. Insbesondere auch, dass man zum Beispiel so einen Glasfaserausbau sukzessive durchführen kann, also zunächst bis zu den Verteilern und dann bis vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt bis ins Haus. Das soll natürlich das Endziel sein. Wir haben also ein, zwei Formulierungsvorschläge in diesen Antrag noch eingebracht in den letzten halben Stunde, dass wir klar sagen, im Grunde ist der Ausbau Glasfaser bis ins Haus, muss das Ziel sein. Und da stand vorher auch noch irgendwas von Vectoring als Idee drin. Das haben wir rausgenommen, weil das für uns ja halt keine Technologie ist, die wir so zukunftsführend finden. Fragen? Nachfragen, ich gucke gerade. Ich sehe den Olaf. Gibt es so lange? Okay, Olaf. Puh. Schwierig. Wenn ich der Landtag beschließt, lese, top, sofort, klar, keine Frage. Wenn ich mir die Ausgangslage angucke, da steht nicht mal Ausgangslage oder Sachverhalt drüber, kann ich so in keinster Weise unterschreiben. Ist mir auch der falsche Ansatz, warum das geschehen soll. Ich tue mir da verdammt schwer. Jetzt ist das ein Antrag der Oppositionsfraktionen. Das heißt, er wird eh nicht angenommen. Wenn er jetzt noch von der Regierungsfraktion wäre, dann könnte ich mir auch noch vorstellen, komm, scheißegal, ne, stimmen wir dafür. Hauptsache, das, was im Beschlussteil ist, ist richtig und fertig. Dann interessiert mich auch unheimlich oft nicht, gerade bei den Regierungsfraktionen interessiert mich eigentlich wenig, was im vorderen Prosa-Teil steht. Bei einem Antrag, der zusammen mit den anderen Oppositionsparteien gestellt wird, sehe ich da schon ein Problem. Und tue mich da verdammt schwer. Deswegen würde ich eigentlich eher sagen, man kann einen eigenen Antrag machen mit demselben Inhalt, aber dann nicht so sehr sich auf die Klamotte mit der Wirtschaft hier vorne fixieren, sondern da sich dann mehr auf Qualität, Lebensqualität, die Sachen der Menschen und so bringen, weil da
es ist für mich meiner Meinung nach auch völlig falsch, was da vorne steht, oder das sind überhaupt nicht die Beweggründe, die dafür zählen sollten, den Breitbandausbau zu machen. Von daher würde ich eigentlich vorschlagen, einen eigenen Antrag, selber Beschlussteil, ist natürlich klar, ist ja nicht die Frage und auch denselben Inhalt, aber dann doch mit einer anderen Begründung, die ja hier indirekt im ersten Teil ja doch drinsteht mit der Begründung, also die Begründung, warum man das macht, weil die Begründung könnte ich so in keinster Weise unterschreiben, muss ich sagen. Wolltest du direkt darauf antworten? Weil ich gerade selber mit Lesen beschäftigt war, habe ich eventuell dein Handzeichen nicht gesehen. Das kann ich machen. Punkt ist, dass wir das jetzt kaum noch hinkriegen, bis eins einen eigenen Antrag zu schreiben. Und dass die Begründung als solches immer noch stimmt, selbst wenn wir sagen, wir legen da persönlich einen anderen Schwerpunkt oder wir legen mehr als einen Schwerpunkt da drauf, das ist eine Sache, die ich in der Rede ganz sicherlich klarstellen werden würde. Dann habe ich Harald. Also ist ja jetzt eine Tischvorlage und ich wollte einfach auch nur drei Sätze mal dazu sagen. Es ist schwierig, jetzt so detailreich das nachzuvollziehen. Sinnig ist das, was da als Beschluss steht, ganz klar. Aber ich weiß nicht, ob wir als Piraten unbedingt das Lied der Wachstumslücke in Nordrhein-Westfalen hier singen müssen. Das abgegriffene Lied, was ständig von der CDU strapaziert wird. Und vor allen Dingen stellt sie sich auf die Auftragsstudie von McKinsey. Ja, wir wissen ja, dass McKinsey ständig von der CDU und auch von der FDP in den vergangenen Monaten herangezogen wird und das auch immer gerne, wenn es passt, gemacht wird. Dann den Vergleich, den ständigen, das ist auch echt abgegriffen, den Wachstumsvergleich von Nordrhein-Westfalen und Bayern, ja, das ist alles ausgesprochen dünne und ausgesprochen ökonomisch kurz gesprungen. Dann das Ignorieren des besonderen Strukturwandels in NRW. Ich sag mal, das passt natürlich vollständig in die CDU-Argumentation. Und ich finde es ein bisschen schade, dass das ausgerechnet der Begründungszusammenhang für dann einen natürlich sehr sinnvollen Sachzusammenhang ist. Also ich bin der Meinung, also da müssen wir alleine einen Antrag stellen, aber das macht mich ein bisschen sprachlos. Ja? Also besonders die ersten zwei Absätze. Dann habe ich Joachim und Creon. Okay, ich kann die Einwände von Harald durchaus nachvollziehen. Denke aber, wenn der Daniel in seiner Rede das entsprechend ausführt. Es gibt genügend historisch richtige Maßnahmen, die mit falschen Begründungen begründet worden sind. Wir stimmen hier nicht über die Begründung ab, sondern über den Beschlussteil. Und ich bin... ja, aber in dem Fall ist es eine Conclusio, die vorher begründet wird. Die Conclusio ist richtig, nur ist die Begründung falsch. Wenn der Daniel das in der Rede darstellt, denke ich, kann man dem Antrag Folge leisten. Das ist meine Überzeugung. Dann habe ich den Creon. Ich mache auch eine Pro-Rede. Die Begründung ist natürlich ohne Beschlussdings, wenn da steht, im vorgenannten Sinn. okay, kann man leider nicht trennen. Ich möchte das etwas vom vielleicht Wort, von der Wortwahl des Antrags weggehen und sagen, dass wir in Sachen Breitband schlicht und einfach mal keinen, sehe ich zumindest, keinen Dissens mit CDU und FDP haben und tatsächlich auch bei allen Anhörungen, wo ich mal was mit Breitband gefragt habe, auch immer wir im Grunde volle Unterstützung auch von denen, wo wir sonst sagen, sind die unserer Meinung, IHK und sowas bekommen haben und sie auch die gleichen Argumentationen benutzt haben. Natürlich kann man sagen, schade, dass die Argumentation bei der CDU jetzt hier von der CDU formulierten nicht so sind, wie wir es formuliert hätten. So ein Antrag, also in der Öffentlichkeit oder in der Wirkung her, glaube ich, ist es besser, wenn wir draufstehen, als wenn wir jetzt sagen, da gefällt uns aber eine Formulierung nicht. Denn im Außenfeld, egal wo, wird es überhaupt nicht wahrgenommen,
was da drin steht, sondern letztendlich wird wahrgenommen, dass es diesen Antrag gibt. Wobei das nicht heißt, dass wir immer schlechte Anträge machen sollten, aber in dem Fall bin ich pro Antrag. Dann habe ich den Olaf. Ja, wir diskutieren hier über verschiedene Sachen. Du hast gerade, Joachim, du hast gerade gesagt, zustimmen. Ja? Zustimmen ist noch eine andere Frage, wie auf dem Antrag stehen. Und es geht nicht um eine Formulierung, es geht nicht um einen Satz oder um einen zweiten Satz, sondern es geht um den ganzen Text, um 90% des Textes, den ich ablehnen würde. Und ich muss ehrlich sagen, ich kann nicht für diesen Text stimmen, dass wir mit diesem Text einen Antrag stellen. Und ich muss ehrlich sagen, zum Teil schäme ich mich, wenn dieser Antrag mit diesem Text, mit unserem Namen drauf eingereicht wird. Es geht eben nicht. Und das sind genau die Punkte, die hier gerade genau aufgezeigt werden sind. Es wird auf McKinsey Bezug genommen, es wird auf Bayern mit einem höheren Wirtschaftswachstum Bezug genommen. Es sind alles Sachen, die eigentlich relativ kritisch zu hinterfragen sind, ob die überhaupt einen Grund ergeben, etwas zu handeln. Also das ist für mich sowas von schräg, der Antrag vorne, der Text, dass ich mich wirklich, wie gesagt, es geht ganz, ganz knapp an die Sache vorbei, dass wenn der von uns so gestellt wird, wie gesagt, zustimmen ist noch was anderes, weil der Beschlussteil okay ist oder der Beschlussteil ist natürlich top, aber der Rest möchte ich eigentlich wirklich, wie gesagt, dafür plädieren, nicht auf den Antrag draufzugehen. Ob man dann zustimmt oder nicht, ist noch eine andere Frage. Ich lese mal kurz vor, dann habe ich Michelle, Harald, Dietmar, Kai. Und ich erinnere an die Uhrzeit. Ja, bei solchen Anträgen immer besonders schwierig, weil es um ein Kernthema geht. Internet, Geschwindigkeit, Breitbandausbau. Was? Ich habe nichts verstanden, aber gut. Ja, ich würde einfach dafür plädieren, dass wir das machen, wie wir es mit anderen Anträgen auch gemacht haben. Wenn wir tatsächlich Zweifel daran haben, dass die Conclusio zwar richtig ist, aber der Text davor, dann sollten wir Zweifel daran haben, ob wir dem zustimmen. Jetzt wurde gerade gesagt, die Conclusio ist richtig, man kann ruhig draufgehen auf den Antrag. Also ich persönlich muss sagen, ich könnte dem Antrag vielleicht sogar zustimmen oder mich positiv enthalten oder wie man das so schön sagt, aber einem Antrag zuzustimmen oder Mitantragsteller zu sein, ist für mich noch ein riesiger Unterschied und deswegen sollten wir über das Mitantragsteller sein tatsächlich sehr, sehr stark uns Gedanken machen. Dann hätte ich noch mal Harald. Ja, also wenn man ich gehe mal davon aus, dass die CDU gefragt hat, ob wir mit da drauf gehen. Und wenn wir mit auf den Antrag gehen, könnte man vielleicht, das kann ich jetzt nicht beurteilen, der CDU ja vielleicht auch noch zurufen, okay, ja, wir gehen mit drauf, aber die ersten beiden Absätze werden gestrichen. Und dann fängt das an, das Land investiert zu wenig in den Ausbau. So könnte man das pragmatisch lösen. Ich finde ansonsten wirklich, ich will mich da nicht wiederholen, also in die ersten beiden Absätze, es zieht sie auch noch ein bisschen weiter, immer dieser Begründungszusammenhang, dieses Wachstumsfetisch ist sehr problematisch und das entspricht eigentlich ja nicht unserer Auffassung. Okay, mehr will ich da gar nicht zu sagen. Dann habe ich den Dietmar. Ja, geht in dieselbe Richtung. Also wenn der Antrag anfangen würde, das Land Nordrhein-Westfalen investiert zum Beispiel zu wenig und so weiter, wäre nur halbwegs tragbar. Die ersten beiden Absätze gehen nicht und ich glaube auch nicht, dass sie richtig sind. Denn ob tatsächlich Steuermehreinnahmen in Höhe von 3,2 Millionen generiert worden wären oder welche Versäumnisse beispielsweise in der Zeit von viele Millionen und noch ein paar Nullen hinten dran. Nee, ob nicht möglicherweise auch in den Jahren 2005 bis 2010 erhebliche Versäumnisse unter Schwarz-Gelb zu beklagen sind, die nämlich nicht gemacht worden sind und das vielleicht auch dazu geführt hat, dass Steuermehreinnahmen nicht generiert. Also mir passt das nicht. Ganz ehrlich, mir passt auch nicht diese nebulöse und vage Wachstumsorgie, die hier, ich sag mal, gebetet wird. Nee, also draufgehen halte ich ernsthaft für schwierig, muss sagen, halte ich für schwierig. Ansonsten, vielen, ja. Vielen Dank, Dietmar. Dann noch Kai. Ja, ich möchte eigentlich nur auf diese Wachstumsgeschichte eingehen.
Also wir sind meiner Meinung nach die Partei, die sagt, man muss die Welt von morgen denken, wir müssen gucken, wie sieht die Welt morgen aus. Wir wollen uns meiner Meinung nach vom Wachstumsgedanken abkoppeln und sehen, dass Wachstum endlich ist. Und dann können wir andersrum nicht in einem Antrag genau auf diesen Punkt abheben und von zurückliegendem Wachstum sprechen. Ich finde das sehr unglücklich. Ich würde dem Antrag tatsächlich, wie auch schon mehrfach gesagt, zustimmen, aber ich möchte nicht, dass wir da draufstehen. Gut, jetzt würde ich sagen, können wir über das Draufgehen zu diesem Antrag abstimmen. Von daher, ich formuliere das mal gerade. Wer möchte, dass wir mit auf diesen Antrag seitens der CDU draufstehen, der möge jetzt bitte sein Signal geben. Bitte lasst die Hände so lange oben, bis die Namen protokolliert sind. Wer spricht sich gegen ein Mitdraufgehen auf diesen Antrag aus? Vielen Dank. Und wer enthält sich? Vielen Dank für euer Votum an dieser Stelle. Ich selber sage nochmal im Nachhinein, ja, ich finde den Beschluss toll und die Begründung leider aus den genannten Gründen leider schade. Okay. Was zum draußen wird gesungen, gut. Es ist ein Chor im Haus, sehr schön. Ich schaue mal gerade. Wenn niemand etwas dagegen hat, wenn ich das richtig sehe, sind wir mit dem öffentlichen Teil zu diesem Zeitpunkt durch. Ich schaue mal gerade, ob es noch einen offenen Punkt gibt, den wir durch die leichte Unruhe der frisch reingekommenen Anträge verursacht haben könnten, aber das ist nicht der Fall. Von daher möchte ich jetzt gerne den öffentlichen Teil der Sitzung schließen, würde dafür sagen, dass wir bis 13.05 Uhr kurz Pause machen, bis das Material abgebaut ist und dass wir dann in den nicht öffentlichen Teil gehen. Ich möchte nicht ganz... bis 13 Uhr hier abgebaut haben, genau. Von daher möchte ich mich ganz herzlich bedanken für diese aus meiner Sicht sehr thematisch fruchtbare Debatte und auch für die Anträge, dass das alles geklappt hat. Es war zwar wieder zeitlich zwischendurch ein Hängen und Würgen, aber man kriegt das ja immer irgendwie hin. Vielen lieben Dank und bis nächste Woche.